24-7 hassen für die Gang. Ja, ich schieße für die Fam, egal wen du so kennst. Schiebst du bei mir Stress, mach das Klick-Klack-Bang. Zerschieße dein Mercedes-Benz, bis die Karre brennt. Hüpfe mit dem Lolo durch meine Hood. Gebe zur Begrüßung Racky meinem Bruder Kuss. Carlos, Craig und Cooper verkaufen kein Bucher. Gurfkusch, das nenn ich Qualität, Bruder. Schneeweiße Dreadlocks, nenn mich White Widow. Grün-lila Bündnis, ganz großes Kino. Gebe Fick auf euren Shitstorm, was willst du machen? Bei Stress ziehen 40 Nigger ihre Waffen. Green Jama, Demba, JFK und Salty. Kötus und Nopa, Fifi und Shorty. 719, Family. Wir haben grünes Blut, kommst du in die Hood, Nigger, bist du tot? 3, komme nie vorbei, baller Blei in dein Bein, bist du mir an meins? Ghetto-Regel, ganz einfaches Prinzip, auf ne freche Antwort folgt dein Ehrenhieb. Golden verzierte OC-Magazine ballern aus dem Lowrider, um dich zu zersiebeln. Offizieller Brennpunkt, keiner zahlt die Miete. Locker easy, keiner kümmert sich um Krisengebiete. Dabei ist die ganze Stadt dein Kriegsgebiet. Nigga, what's cracking, Nigga? Was geht ab? Riechen wir Money, ja, dann machen wir Schnapp. Was für Gesetze, Scheiße, wir zeigen Duplo. Grüße an Pavel, Alter, was für ein Huso. Eure Angriffe machen uns alle nur stärker und sind im Blutrausch wie verletzte Berserker. Skill. Was geht ab, meine Freunde? Rucolo. Na, wer ist alles da, Mann? One Take, Bruder. Was geht ab, Mann? Rucolo, Knubbe, Knopf. Was ist das für ein Tune, Mann? Das war White Widow. White Widow, Bruder. A.K.A. Jeff Ray Jackson. Der Bruder aus der Grove Street. Holy shit. Meine Freunde. PP Max ist da, Chris Tales ist da. Miss Butterfly. Der echte Mann. Dönaria, mein Freund. Dich habe ich bei meinem Freund Rudolf gesehen. Orange Minze, Mann. Tenox. Das war Jeff, mein Freund, das ist wichtig. Ist was geht, Ice Popper, Don John, Chris, holy shit, Kate ist auch da. Wir können ganze Nacht zusammen verbringen, hab Urlaub. Ich guck, was abgeht, mein Freunde. Sollte noch was abgehen, ich komm gerade von der Arbeit, Mann. In die Mini. Und Tom und Jerry gucken, wie immer. Sollte was abgehen, dann, ja, zocken wir das. Ist aber natürlich nichts los in der Hood, meine Freunde. Dann kann ich auch nichts davor. Dann doch, man, es sieht. Hallo, Hukulu, es sieht, man. Ja, sollte nichts los sein, dann sind wir auch wieder weg, ne? Was geht, Squeezy, man? Jack in the Box, Remix, Heinke, Atze. Spring Nick. Tenox habe ich, glaube ich, schon gesagt. Tauli, man. Heute ganz schlimm mit Kopfschmerzen, aber bitte nicht, Mann. Hoppala. Ukulu, wer ist mein Freund? Kukulu, Kuk. Hallo, Kim. Was geht ab bei euch, Bruders? Umstehen und über Autos diskutieren. Ich komme. Guck mal auf dein Handy, Mann, Digga. Da ist ein Auto, was bald kommt. Auf mein Handy, wo? Na, was du weißt schon. Mann. Also, Bruder, ja, ich guck nachher, okay? Ja, was geht ab, Raki? Bisschen rumcruisen mit BMX. Bleib stehen, du Pisser. Ich will gleich meinen Schuh nach dir.
Was willst genau. du, Mann? Oh. Holy shit, Bruder. So. Kannst mich nicht runterziehen. Ich habe mich festgemacht am Lenkrad mit Kette. Was hast du gemacht? Ich habe mich mit den Händen an Kette mit Lenkrad festgemacht. Ach so, okay. Wollen wir wieder Elektriker spielen? Und willst du wieder Elektriker malen? Ja. Nochmal? Ja, aber wir dürfen uns diesmal nicht erwischen lassen. Hm. Ich habe mich heute nicht gemeldet. Ah, fuck, du musstest dahin, ne? Ja, jetzt Haftbefehl offen. Überleg gerade, können wir was anderes machen als Elektriker? Was kann man noch machen? Bruder. Oder wir machen wieder Elektriker, mir egal. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen, weil mir ist langweilig. Ja, mir auch, Mann. Langweilig. Ja, hol schon mal die Kabel, würde ich sagen, und wir gehen uns umziehen, oder? Okay, warte, ich komme. Fahr nur kurz einmal um den Block, Goofy. Jaha. Wie heißt das Lied, Eispopper? Bruder, das Lied, wie heißt es? Bang Bang, irgendwas, keine Ahnung. Aber das ist sowieso noch nicht ganz öffentlich, Mann. Das ist erstmal noch in kleinen Kreisen. Wenn ihr das Lied haben wollt, dann müsst ihr den Jeff auf die Nerven gehen. Bombardiert den bei Twitter. Fuck den bei Discord ab, Mann. Ich würde euch das echt gerne so geben, zeigen, Link, irgendwas machen, aber... Jo, Raki, Mann, ich fahr nur noch schnell Craig weg. Oder alles klar, Bruder, lass dir Zeit. Ich würde euch das gerne schenken, so, den Link und so, aber das ist seine Musik und deswegen hat der meinen Respekt, was die Rechte angeht, Bruder. Gut, hallo. Hallo sagen dann alle. Goku ist da, Mann. Geku, danke für dein Host, Bruder. Bankautomat Action 2.0, hast du wichtig gehört, Bruder. Jim Knopf, Mann. Alles gut, Bruder. Rakin zur späten Stunde. Das ist wichtig. Hab dich ganz groß vermisst. Ich hab euch auch alle vermisst, Goku, Mann. Bei Tom und Jerry gucken, ich hab an euch gedacht. Währenddessen, auch wenn du mir nicht glaubst. Was geht ab, Nikos? Nismo, Bruder. Habt ihr alle Bock auf Stream, Mann? Oh, fuck. Aua. Big Bunny Ross, Bruder. Alles gut bei dir? Bang, bang, Swollen Members. Was ist das? Mir geht's immer gut, wenn ich streame. Das ist die Grundvoraussetzung, Jim Knopf. Aber trotzdem danke, dass du mich fragst, Bruder. Klar, das ist super, wenn der damit Aufmerksamkeit bekommt, Eispopper. Ich kletter gerade einen Kran hoch. Aber wenn der das nicht möchte, wenn er das privat halten möchte, das ist ja sein Recht an der Musik. Bin bei Megamall. Okay, ich bin da hinten beim Megamall. Lumetix, was geht ab, Mann? Das ist doch keine Elektroniker-Karre, Mann. Was? Das ist doch keine Elektroniker-Karre. Doch, wir haben Gehaltserhöhung bekommen. Nee, Mann, das ist voll uncool. Nicht machen, wieder die andere Karre. Ja, Mann, der ist viel cooler. Okay. Klar, der Perlen am Start, Bruder, der müsste mit den Finger schnipsen und der hätte eine Frau an der Seite, aber... Money over bitches, Mann. Das ist mir zu gefährlich. Guck mal, wie viel Macht das hatte. Bella hätte Curtis... Aua. Curtis umbringen können. Und wir haben der bis in den Tod vertraut, wir wären für die gestorben, Bruder. Und wenn die uns enttäuscht, warum sollen die anderen uns nicht enttäuschen, Mann? Niemals Frauen, Bruder. Sorti ist was anderes. Aber die gehört auch zu JFK, Mann. Hier geht's um den Arsch von meinem Bruder. Ja, Mann. Das nenne ich eine fette Karre, Mann. Ja, viel besser als die andere, ne? Das passt besser zu einem Elektriker. Kann man hier noch irgendwas machen, so? Nee, ne? Ich habe schon Auspuff gemacht und Scheinwerfer und das war's. Der Pablo Sneakos bekommt bald einen richtig geilen Lowrider, Mann, diese Woche. Ja, aber wir brauchen einen fucking Elektriker-Car, Mann. Weißt du die Nummer noch? Nee.
Brauchen wir auch. Ich brauche meine Maske wieder, ne? Ja, ich brauche meine Gasmaske wieder. Du bist der Chef? Okay, ich bin der Chef. Und ich bin dazu, wie der alles anfassen muss, ne? Nummer 28, ja. 28. Und mein Hose war eher ein anderer. Weißt du noch die Nummer von deinem Timberlands? 436 oder so? 436. Irgendwo bei 430er. Oder willst du auch die Gürtelhose haben? Nee, ich nehme nicht die Gürtelhose. Ich lass die Schuhe an hier. Obwohl, nee, ich brauche Arbeitsschuhe, Mann. Ein Van, Bruder? Ich weiß nicht. Ich finde die cool, diesen Kombi. Das hat sowas. Keine Ahnung. 436. Okay, ich habe meinen Anzug fertig. Da, 438. Los, womit arbeite ich, Chef? Mit der Rohrzange? Ja, mit der Rohrzange. Oder arbeite ich mit den Brecheisen? Nimm beides mit, steck beide in den Gürtel rein. Bruder, ich habe auch einen Hammer dabei für alle Fälle. Ich habe auch einen Schlagring mit. Gut. Fang aber mit der Rohrzange an, ne? Ja, du musst den Rohr aufschrauben. Ich weiß nicht, du weißt das. Ich hab davon keine Ahnung. Ich auch nicht. Welchen ATM heute? Da bei dem Dreier würde ich sagen. Aber da ist doch Standard, oder? Oh. Alles gut, alles gut. Okay. Aber da ist doch Standard, oder nicht? Ne, hör. Das ist aber viel Trubel, ne? Es ja, geht, komm, Mann. Wir gehen dahin. Also wir gehen nicht da, wir gehen eins weiter, weil da sind zwei wieder. Ja, lass uns hier rechts fahren. Hier, den hier. Nicht da rechts an der Bushaltestelle, wo es dunkel ist. Okay. Da sind noch zwei. Mach die Warnblinker an. Ja, ich mach Warnblinker an. Den Unfallstelle absichern. So. Also sind die hier nicht nebeneinander? Es sind zu wenig Koppers da. Och nö. Ich stand da gerade drauf. Wollen wir einfach zum PD und sagen, wir sind Elektriker? Tatsache, Mann. Aber wir müssen irgendeinen Unsinn machen, oder? Ja, denn fragen wir, ob irgendwer einen Elektriker braucht. Ja, genau, komm. Bieten wir unsere Hilfe an. Wenn wir irgendwas reparieren sollen, machen wir das kaputt. Genau, wenn ich das repariere, mach mein Auto. Wir machen einfach das Auto kaputt. Wir müssen das nachher nochmal probieren. Hey Raki, Mann, ich bin jetzt bei Prinz. Wie Prinz? Prinz Güffig von Dubai, Mann. Was? Der Pico fällt mir so Unterschrift und Talan. Ne, das war nur der Schoko. Wir sollen mir auch was fälschen. Was willst du? Willst du König von Dubai sein? Mann. Informationen haben, also. Ist ja schrecklich. Mann. Halt's Maul, Güffi. Was ist los bei dir, du abgefuckter Nigger? Oh, wer ist er denn, Alter? Ey, was ist denn, ey? Kommen Sie jetzt sofort hin, Sie sind ab jetzt sofort mein Security. Ich werde hier von zwei Zivilisten bedroht. Wir sind Elektriker. Elektriker, auch genannt. Am PD, sofort bitte. Die bedrängen mich. Komm, schlag seinen Schädel ein. Soll ich ihn schlagen? Schlag ihn, Mann. Schlag dich gleich, Mann. Ihr beide seid gleich festgenommen. Ach, Officer, was von wem denn? Officer Eichhörnchen da vorne. Gehen Sie mal ruhig hin, gucken Sie sich den an. Der hat dicke Backen und ein rotes Haar. Das ist der Root, Mann? Keine Ahnung. Nee, ciao, ciao. Die
PD, da ist hier ein bisschen an der Elektrik kaputt. Und sie haben hier Elektriker hergerufen. Ah, die Taschenlampe flackert, Chef. Sollen wir denen helfen? Ah ja, geben Sie mal bitte die Taschenlampe her. Oh, warte, Moment. Hier, bitte. Danke, so, muss ich hier einmal dran rumschrauben. Oh, warten Sie, Entschuldigung, ja. Ja, hier ist die Taschenlampe, hier, Chef. Schalte die für dich hin, wie immer. Ja, hier muss ich schrauben. Ja. So, guck mal, jetzt geht sie doch wieder. Warte, ich probiere aus, ja? Du die zurück. Oh, das funktioniert, Mann. Ja, perfekt. Sehen Sie, Herr Officer, wie gut wir sind. Das sind kompetente Arbeiter. Also, wo drückt der Schuh? Im PD, glaube ich, unten in der Zelle. Ui, ja. Da ist ein Auto geflogen. In der Zelle unten geht kein Licht, das ist nicht gut. Ja, das gehört schon. Wir gehen uns das mal angucken. Ja, das Ding ist ja, Herr Officer, Mann. Lass die mal kurz rein. Über die Bezahlung reden wir denn später, ne? Weil wir kommen dieses Mal nicht vom Starte. Wir wurden hergerufen von einem ihrer Kollegen. Kann ich nicht sagen. Also da bewarten wir auch eine Bezahlung von $5. Ja. Bei 10, Mann, wir prellen ein bisschen. $10, tut mir leid. Die wollen prellen? Nein! Als Anwalt, Anwalt darf ich doch mitkommen, oder? Negativ. Sie warten bitte vorne, genauso wie der Zeuge. Ah, hier ist das Licht noch alles in Ordnung. Hm. Aber guck dir mal an, wie die Kabel verlegt haben, Mann. Schlampige Arbeit. Achso, das sind Rohre. Soll denn hier was nicht, hinten rechts in der Zelle hieß es, da müssen wir uns immer selber überzeugen. Lies ich mal hier auf, kommen Sie mit? Ja, ich komm, ui. Ja, nicht, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Ich darf nicht da rein, ich hab Kaugummi in der Tasche. Kollege, ich hab's gefunden, das Licht hier hinten flackert. Kommen Sie jetzt hier rein, oder? Ja, guck mal, hier steht ein Schild, da steht hier, kein Kaugummi. Achso, ja, so ein, ja, schmissel ihn einfach unter den Tisch, so wie die anderen alle auch. Mach ich. Na, sieh. Ich hab das auf den Stuhl geklebt, okay? Naja, ist auch okay. Da sehe ich keiner hin, wahrscheinlich. Na, guck, Kollege, das Licht hier hinten flackert. Ja. Dann mach ich die hier mal auch auf. Ich lass mal vorne offen, ne? Dass sie auch wieder rauskommen. Ja, das wäre gut. Das wäre gut. Ja. So. Ich muss einmal auf der. Oh! Pass auf, Chef, das ist ein bisschen rutschig hier. Hier ist irgendwas ausgelaufen. Ja, ich weiß. Guck mal, hier sind Blutflecken. Komm, Sandy. Herr Officer, kann das sein, dass hier mein Gefangener ausgerutscht ist und mit dem Kopf auf den Boden geklatscht ist? So wie es aussieht, ganz, ganz oft. Nein. Ja, wir müssen erstmal die Schrauben abmachen. So oft hier spähe ich hier keinen ein, ne? Also. Komm, ich geb dir Räuberleiter. Oh. Gib drauf. Und warte. Kommst du dran? Ja, ich komm dran. Dann schraube ich hier mal den ganzen Schrauben machen ab. Sie mal hier, Rechnung können Sie dann, ja, kommen Sie nachher hoch. Jo, mach ich. Dann ich lasse hier unten erstmal offen, ne, dass Sie auch wieder rauskommen. Ja. So, okay, ist alles aufgeschraubt. Vorsichtig, ich gebe dir mal das Glasding hier runter. Ja, warte. So, leg das auf Seite mit dem Golf. Was geht ab, Johnny, Mann? Wir sind am Arbeiten, Bruder. Ja, Herr Elektriker, ich habe da mal eine Frage. Ja, bitte. Ich bin gerade im Besitz eines Autos, das grün lackiert ist und noch ein Nolik-Kennzeichen hat. Ja. Es gehört einem Carlos. Ja. Wie soll das Nummernschild lauten? Willst du wirklich einen Geheimtipp haben? Ja. Schreib Vargos drauf. Oh nein, Mann. Kann ich nicht bringen. Ich glaube, dann rastet der aus, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, dann bin ich ein toter Mann. Ich habe dir nichts gesagt, Mann. Ey, weißt du, musst jetzt was für mich tun. Was denn? Du, Chef, pass, komm nicht mehr vor, Mann. Das ist ein Ausnahme, das ist ein Freund von mir. Der ja, Chef okay, macht Stress, halt dich mal schnell. Wir müssen nämlich wieder an die Arbeit, ja? Was sagst du? Aus, du weißt doch bestimmt, wo der Shorty wohnt, ne? Ja, Mann. Werf den mal bitte aus dem Bett raus, wegen, weil der Gentest ist fertig. Der Gentest ist fertig. Ich klinge gleich mal bei denen, okay? Okay, danke. Ich weiß nicht, ob der aufmacht. Okay. Bis später, Mann. Jo, tschüss. Tut mir leid, Chef, war wirklich wichtig. Ja, okay. Das sehe ich ein, Mann. Warte, ich mach die Abdeckung ab, ne? Ja. Dafür kletter ich wie immer da hoch. Warte, ich muss das hier benutzen. Aua! Aua! Ausgerutscht, Chef.
Vorsicht. Amateurarbeit, also ich weiß nicht. Wirkt sich, glaube ich, auf ihre Akte aus. So. So, Chef. Komm oben dran jetzt. Au, au. Okay, hast du den Verdeck abgemacht? Ja, das sieht so aus, warte, als ob wir das Ding noch unter Strom setzen müssen. Warte. So, der ist ab jetzt. Warte, warte, ich pumpe das Ding nochmal mit Strom voll, okay? Okay, in Ordnung. Psst. Keine hat Reaktion. Schon... Warte mal. Mach mal Platz, ich muss das festklopfen. Okay. Au. Das war keine Absicht, ich hab gesagt, mach Platz, Mann. Ich hab Platz gemacht. So, versuch nochmal. Ah, siehst du? Ah, guck mal, jetzt ist fertig. Na ja, gut, weil wir jetzt so schnell fertig sind, ne? Räuberleiter? Ja, warte, so. Festschrauben wieder. Ja, so. Hier ist der Werkzeugschiff. Erste Schraube wieder dran. Und die zweite auch wieder. Und die dritte wieder. Und die vier. Ich glaube, ich habe die vierte Schraube verloren. Guck mal unterm Bett oder so. Ja, warte. Siehst du irgendwo was? Ja, guck mal, da ist sie runtergerollt. Warte. So, hab sie. Ja, warte, ich geb dir den Schraubenschlüssel wieder. So. Und die und nächste Schraube. Okay. Weil wir so früh fertig waren, weil wir Verstecken spielen. Wie meinst du das? Im PD. Wo willst du dich verstecken? Was? Wo willst du dich verstecken? Weiß nicht. Wollen wir uns vor den Kopf verstecken oder wollen wir gegenseitig uns suchen? Okay, komm, ich zähl bis 10, okay? Okay. 1, 3, 4, 2, 3, 7, 4, was kommt danach? 2, 7, 10, komme! Der unter dem Bett, oder? Komm in hier rein. Ha, ich hab dich gefunden. Okulu. Ne, hier hast du gar nicht. Du hoch. Okay, du bist dran. Ich zähl bis 10. Okay, in Ordnung. 3. 2, 5, 7, 9, 12, 10. Der findet mich nie, der Pizza. Was geht ab, boah, Harry, Mann? Schon, oh, der Mo ist auch hier gewesen. Gutes Happy. Ich nur putzen, was geht ab, Mann? Heavy HS, Bruder. Wir haben im PD eine Lampe repariert, Jeff. Los, Mann. Jetzt könnt ihr den Jeff bombardieren, meine Freunde. Jetzt ist er hier, habt ihr gehört? Elektriker, wo seid ihr?
Hier ist der doof. Ein Verstecken. Elektrikassasse. Jaha. Wir brauchen euch, hier ist ein Einsatz. Trottel, du bist ein Trottel. Ja, ich muss nur noch meinen Kollegen suchen. Ganz, ganz dringend. Hallo? Ja, kommen Sie schnell. Ja, ich muss schnell meinen Kollegen. Ja, Goofy? Rakim. Ja, Bruder? Wir haben einen Elektriker-Einsatz vor dem PD, komm ganz schnell. Ich komme nach draußen gerannt, du bist zweimal okay. Mir vorbeigelaufen, du Trottel. Okay. Da sagt er einfach okay. Sagt, du hast ein Tor, Mann. Er hat das noch nicht mal verstanden. Rücktreten, Defilibrator im Einsatz. Wo seid ihr? Bitte. Ja, oh, schätzt man das Schild auf? Er ist wirklich auf. Ach, klar, oh, nicht, Alter. Zu wenig Strom, Mann! Nochmal auf 3, Goofy! 1, 2, 3! Genau, wie könnt ihr eigentlich bis 3 zählen, Mann? Stimmt! Guck mal, ich denke. Was wolltest du gerade von mir, Carlos? Oh. Alter, wieso ballerst du denn? Ich bin ein bisschen verwundert. Okulu, rufst du mich dann an? Achso, ne, ich wollte nur wissen, was ihr macht, weil mir langweilig. Sind Sie ein Medizinmann? Und die haben sich ja schon wieder als Elektriker bitte? Verkleidet. Sind Sie ein Medizinmann? Nee, nicht im Dienst. Ach so. Unser Freund hier braucht einen Kuss. Ein Kuss? Ja, damit der aufsteht, wie in den Filmen. Aber die Dame hat mir vorhin gesagt, wenn man den am Kopf leckt, dann wird man high. Und das wollte ich jetzt nicht, ne? Wenn ich den Kuss gebe, dann werde ich bestimmt auch high. Nee, Quatsch, Mann. Das ist nur an die Glatze. Ich weiß ja nicht, mit was der die putzt, ne? Hanföl. Ja. Dann werde ich auch garantiert nicht high. Nein. Kannst du jetzt mal bei dem klingeln? Ja, ich wollte bei dem klingeln fahren. Ne, bei Shorty, Mann. Reiß den aus dem Bett. Ja, vor dem PD, Mann. Der Shorty ist nicht da. Weiß, ich wollte klingeln bei denen. Gucken, ob der rauskommt. Wo ist jetzt eigentlich der Polizeimann hin? Der hat uns immer noch nicht bezahlt. Oh, keine Ahnung, vielleicht ein paar Nüsse knacken oder so. Oh, diese mega. Flieger mit so, Mann. Die ist richtig hübsch, Mann. Das ist ein Sturmschlag-Schutzhose. Ja, und ich habe ein Gasmaske für die Fliegedämpfe, Mann. Mir ist schon mal passiert, da habe ich an ein Kabel gefasst, es kam ein Funken, sind meine Raster in Brand gegangen, Mann. Wow. Oh, shit, Mann. Das ist das voll unbequem, oder? Mann. Ich habe dem Goofy schnell einen abgebrochen, habe gesagt, rauch schnell, Mann. Der war voll high danach. Ja, Mann. Rauch schnell? Ja. Okay. Zieh dran, Bruder. Rauch mich mal. Rauch mich mal. Instinkt ist Craig, ne? Craig, Bruder, CJ. Mr. Medici. Für deinen Host, Mann. Schön, dass du da bist. Und schön, dass alle anderen gekommen sind. Und schön, dass ihr da seid, Mann. Warte, Kollege, ich bin gleich wieder da. Holy shit. Was geht ab, Mann? Ja. Okulu. Okulu. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Der braucht einen Kuss, Naili. Warte, ich hab dem gerade davon erzählt, was du heute Mittag in die Niggerkasse einbezahlt hast, Mann. Da ist er doch glatt ohnmächtig geworden, ja. Ja, jo, Mann. Warte mal, das, oh Gott, der Dings ist, Moment. Ich muss mal schnell rausgehen aus dem Funk. So, jetzt, oh Gott. So, nicht an der Glatze lecken. Nein. Dann darfst du ja kein Auto mehr fahren. Shit, Mann. So. Was ist denn mit dir passiert, Pico? Ich weiß es nicht. Ich stand auf einmal Lichterloh im Brand. Was ist denn passiert? Dann bin ich gefallen wie ein gefallener Engel. Ich weiß nicht. Wo bist du gefallen? Naja, ich weiß nicht. Ich stand da oben drauf, hab die Aussicht genossen und auf einmal bin ich gefallen und hab gebrannt. Okay. Und dann eine Selbstentzündung. Ja, vielleicht hat mich ein Blitz getroffen. War beartig. Wie lange? Leute, ich muss mal. Pico, geht's dir soweit gut? Ist bei dir soweit alles in Ordnung? Ja, Chef. Joachim, Bruder. Weiß ich meine, Lehrling, ja. Ob sicher. Ja, Mann. Na, ich verspüre hier Stress werden, in der Luft, Mann. Haben wir wieder einen Auftrag? Nicht Elektriker, Rohr. Ja. Wie heißt das? Klempner. Ich habe einen Zange dafür. Komm mit, ich geb dir was. Wir haben schon, nee. Wir haben schon einen Klempner-Zange.
Nimm das gerne. Ja, warte, so, ich komm mal zu dir. Nein, ja, komm rüber, Mann. Ich seh dich. Nein, oh, danke schön. Bis gleich, Chef. Bis gleich. Gib das dem Engel. Komm mit Engel. Komm, ich hab wirklich Bauchschmerzen gehabt. Nein, die vertrauen nicht mir, nur stehen bleiben, ja, laufen, ja. Ich bin mega verwirrt gerade wieder. Johnny. Ich hab den Werkzeug schon dabei, Chef. Chef, hörst du mir? Ja, ich hör dir. Also gut. Guck, der rosa Busch da vorne hat gesagt, dass wenn wir Klempner sind, dürfen wir Rohre verlegen. Oh, wirklich? Dürfen wir das? Ja, Naeli? Ja. Bleib mal, bleibst du hier noch kurz stehen, wenn ich jemanden anrufe, der soll kurz hierher kommen? Ja, ist in Ordnung. Wieso ist bei dem was Elektrisches kaputt? Nee, ich glaube, ihr beide solltet euch unbedingt kennenlernen. Wer meint das? Das ist aber mein Lehrling. Wie heißt derjenige denn? Wo muss ich mich bewerben? Ich verdiene hier fast gar nichts, Mann. Psst. Du bekommst 13 Cent pro Stunde, ja? Sei leise. $2,50 die Woche, Mann. Können wir das Gras kaufen? Geil! Kann ich denn auch was davon abhaben? Kommt drauf an. Da kommt wenigstens ein Zug. Nur wenn ich dein Glasauge lutschen darf. Ja, wieso könnt ihr denn alle auf einmal so gut rechnen, Mann? Ihr könnt bis 3 zählen, Mann. Maske, jetzt rechnet ihr irgendwelche... Was für eine Maske, Bruder? Das ist mein Sturmschlag-Schutzhelm. Wer bist du? Pico, komm mal. Ja, ich bin Sticky, Mann. Was geht? Ah, was wenn der schnell Sticky? Läuft, dann Pico. Flattert sogar an den Ohren. Ja, Mann. Manchmal hilft das der auch ist ab. Dokumentenfeld. Das Ding ist, wir können uns kein... Was ist das? Ein Maske. Da, zeig mal dein Equipment. Chef. Achso, mein Equipment. Ja. Ja, guck, das können wir uns nicht leisten für den Azubi, hat der Chef gesagt. Das ist zu nicht? Teuer. Nee. Teuer? Deswegen, ich muss, wegen giftige Dämpfe und so, im Funkenflug, ich muss da meinen Pullover über den Mund machen und was? Die Brille aufziehen. Funkenflug? Ja, Funkenflug. Ey, wenn du jetzt hier meinen Praktikanten und meinen Lehrling auslachst, ja, dann gibt's Ärger. Oh, das tut mir also leid. Das Ding dann nehme ich ist das Stromversorgungsgerät man, und dann kann man richtig voll mit Strom. Kann man denn auch nochmal irgendwie ein Praktikum bei euch machen oder sowas? Ja, Mann. Nö. Doch, Mann, wir haben dann noch einen Platz im Auto. Achso, stimmt. Ja, aber du musst auch... Ich kann dir leider nur so eine Mütze kaufen. Dann musst du auch deinen Pullover vor dem Mund. Was ist denn, wenn ich mir selber kaufe? Ja, das geht auch. Ja? Ja. Ja. Aber du musst auch so eine Mütze tragen, weil du bist Auszubildender. Okay. Genau. Sollen wir das dann jetzt gleich umgehen? Und du musst ja, auch Mann. Diese Hose tragen. Ja, du welche musst Hose? Meine Hose mit den Gürteln vorne dran, weil wir sind die Auszubildenden. Wir müssen auf die Laterne klettern, wenn die kaputt sind. Hast du die Nummern davon? Oh, Bruder. Die Chefhose an. Die Jacke? Die Nummer 28. Nicht 28? 29. Okay, dann 28, 29, ne? Mhm. Mein Hose ist irgendwas mit 360. Oder wir werden, oder ganz kurz, Mann, wir werden Klempner. Dann meinte die Rosa Busch, wir können in Ruhe bei ihr verlegen. Hose 360? Ja, nicht irgendwas bei den 360er Bereich. Okay. Nicht bei mir verlegen. Und wo waren meine Schuhe, Goofy? Das hast du doch gesagt. Dein Schuh war 438. 438. Okay, komm, ich hol den Klempnerkarre. Naeli wollte mir noch irgendwas sagen. Naeli, dürfen Jungs mal ein Rohr bei dir verlegen? Geschleppt. Zu Hause? Nee, wir müssen jetzt warten. Warum? Nein, ihr müsst gar nicht warten. Alles gut. Okay, auf zur Garage. Ich muss dir mal irgendwann jemanden vorstellen, wenn du mal Zeit hast. Weißt du, da sprichst du den ganzen Zeit von. Ich freue mich auch schon, deinen Eltern kennenzulernen, wenn das mit uns was Ernstes wird. Hakim, das Ding ist so, ich muss... Hör zu. Das Ding ist so, ich muss das sehen, ich muss euch beide nebeneinander sehen, dass ich es glauben kann. Das ist eigentlich mein persönliches Problem gerade. Man hat uns noch nie im selben Raum gesehen. Es ist ganz lustig, ich kann das nicht, echt nicht glauben. So. Ich muss weitermachen, tut mir leid, mein Chef ruft. Tu das. Bisse, Alter. Ich war wirklich krank in der Berufsschule, Mann. Bist du jetzt auch Lehrling, Carlos? Ne, kick nur, was ihr für Scheiße baut hier, Alter. Ja, Bruder, wir haben Elektriker und... Was nehmen wir nochmal? Gaswasser-Scheiße, ne? Ne, hey, Elektriker und Klempner. Aber ich muss erst zur Bank. Damit wir Rohre. Ich hab Geld mit, Mann. Ich hab Geld dabei. Gut. Hast du schon so viel verdient? Vielleicht. Wir haben vielleicht gestern einen Automat repariert. Ah. Ah, das muss ich auch noch lernen, oder? Nö. Nö.
Aua! Das macht der immer mit mir. Aber ich muss noch ein Rohrzange kaufen. Oder bin ich nur dafür da, um die Kabel zu schneiden? Ich weiß nicht, was hast du denn dabei? Ja, du kannst die Kabel schneiden. Und ich hab Taschenlampe. Damit ihr was sehen könnt. Das muss reichen, oder? Dankeschön. Willst du dich auch umziehen, Carlos, oder kommst du so? Wissen nie. Wenn du Lehrling bist, musst du dich wie ein Lehrling anziehen. Besser, Alter. Was ist denn für eine Nummer, Mann? Robert. Gott, das muss ich ja erstmal kaufen, ne? Ich steh dir, du hässiger Vogel. Sei ruhig. 29 stimmt nicht, Alter. 28. Nee, 29. Guck, 28, Mann. Ups. Ah. Schuhe waren? 438. Und Hose, ich guck nach für dich, okay? Okay. 438? Mhm. Ja, die Timbalance, Mann. Gott, Alter. Da hat jemand gerade seine Hinrichtung unterschrieben. Hose war? Guck gerade. Ah, du musst nämlich den Lehrlingshose nehmen. Denn ich bin der Chef. 357. Also oh. 357. Wie 375? 357, Mann. Holzkopf. Drei, fünf, sieben. Ja, Mann. Der Polizeimann geht nicht ran, der Doofmann. Wir fahren da jetzt hin, ich will mein Geld, wir haben das repariert. Was für ein, die Kette muss ich ablegen, oder? Die leitet ja, oder? Ja. Nee, du hast ja einen Stromschlag-Schutzhelm auf. Wo können wir unser Geld abholen? Okay, dann bin ich jetzt ein Luden-Elektriker. Ich muss gerade... Das ist der Stromprüfer, Mann. Du beißt auf die Kette und mit dem anderen Ende packst du an die Leitung. Was willst du denn? Dein Geld zurückgeben. Ach, behalt die Scheiße, du. Okay. Nee, wir haben eigentlich auf dich gewartet, aber... Wir sehen gut aus, Mann. Und dann ist der Carlos eingestiegen. Goofy Electric. Ich bin am längsten Azubi, ich sitz vorne, ich darf am Radio. Ja. Fahr mal beim PD vorbei. Und wenn ihr Zigaretten im Aschenbecher findet, die krieg ich hier Pizza. Nee. Erstmal kriegt der Chef die, Mann. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, aber die sind ja schon im Aschenbecher aufgerockt von Chef. Nee. Ja, das stimmt auch wieder. Ehrlich? Ja, ich brauch so einen Taser. Sollen wir nochmal gucken, ob jetzt, Nee, das bekommt nur der Meisterlehrling und der Chef. Ob wir das reparieren dürfen? Ja, aber der andere Lehrling neben mir hat auch einen. Was denn reparieren? Ja, ein Automat. Warte mal, ich leih mir eben kurz einen. Einen Moment. Einen Moment. Was war das? Das war He-Man. Bei der Macht von Grayskull. Ja, hallo. Heb die Hände, ihr Pisa. Ja. Aua. Was geht ab? Was seht ihr? Was Pinio, Mann, was geht? Nee, hab ich nicht. Da. Nee. Ja, Mann, auf Baustelle, ich zeig euch meinen Bizeps. Boah, so, Bizeps. Na, Heli, gespeichert. So. Oh. Hat irgendein Elektriker Auto gerufen? Holy shit, Mann. Was war das denn? Steigt ein Ein, Mann. Wer steckt denn da ein, Mann? Einer von den Bolas. Mhm. Ich. Der Schoko. Wo hat ein? Ja, ich will aber einen, Mann. Was denn? Schoko, du warst es. Aha. Können Sie Voice runternehmen? Sie sehen gut aus, Mann. Ja, da. Wird schon wieder mit der Quinn rum. Der will sich ein Dings leihen. Ein Defibrillator. Ja, können wir machen. Den kriegt aber nicht von ihr, Digga. Bitte mal. Ja, die sind Elektrizitätsmann, Mitarbeiter, Verleger, Rohrleger. Aber nicht hier, Mann. Wir sehen, Mann. Wie der runtergekullert ist. Der vor sein Handy-Akku wäre geplatzt. Jetzt, ey! Stopp, Mann, das reicht jetzt.
Okay, wir müssen los. Mitkommen. Ja, mein Auftrag. Geht, mehr viel sieht man ja nicht. Na da. Wie? Ja, aber dafür zeige ich nicht so viel Fuß und alles andere. Wer sitzt vorne? Ich, Mann, immer. Okay. Das ist unsere Alarmanlage. Wir haben einen Einsatz, Mann. Oh, fuck, ich muss los. Oh, ja, Mann. Kann ich mal bitte ein Radio ausmachen? Wie dringend ist der Einsatz? Ein Warnblinker geht noch, Chef. Oh, okay. Los geht's. Anschneiden. Müssen wir die Lichter hier überprüfen? Nee, wir müssen zum Amunat Nation. Aber hä, sind Sie nicht der Chef? Sie müssen doch schon sprechen können. Oh. Aber knapp einfach. Wir werden fast abgesoffen, Mann. Ist verrückt, das Schiebedach ist auf, hier regnet rein, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass das Wasser so tief ist, Mann. Chef, Sie müssen aber reden, ne? Oh. Ja, mache ich. Mach aus. Ne, das ist unsere Alarmanlage, bis wir da sind. Guten Tag, ist jemand von... Mit Ihnen muss ich mal reden. Ja. Kommen Sie mal bitte einmal mit. Okay. So, pass auf. Ich kann mir dir helfen, hast du einen Display-Schaden oder so an dein iPhone? Chef, man hört dich. Man hört mich. Was ist los mit euch, Mann? Also, er macht Bido, 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 ne? Wen haben wir denn hier? Lass mich die Gesichter. Was, Mann? Das ist Elektriker, Mann. Du auch dabei, war klar. Wir sind Elektriker, Mann. Wer ist dabei? Ja, du auch, ja, war klar. Nee. Oh, Junge. Wer ist denn du? Ja, wer bist du? Ich bin Praktikant. Oh, ja. Moment. Vielleicht bald auch Azubi, wenn ich mich gut stelle. Wie lange geht das Praktikum? Ich weiß nicht, du musst mit dem Chef sprechen. Aber denk dran, ne? Du kriegst nichts. Wie? Gibt's keinen Lohn? Aber gibt's nicht so ein bisschen Kleingeld so? Nee, der ist Geistcrusher, Mann. Kein Lohn, Alter. Du bekommst gar los, aber der ist eine lila Hose, Mann. Okay, okay. Was? Was hab ich da gemacht? Ich geh sofort zum Chef, ich petz dich. Nee, wir meinen falsche Aussage, kriegst eine Abmahnung, wir sagen, du hast im Auto geraucht. Mann! Und der hält seine Pausenzeiten nicht. Okay, weiter geht's. Aber wenn die Leute Mitleid mit mir, die mobben mich. Dann, wir haben einen Auftrag, Mann. Nee, wir müssen ein Elektrizitätsmessgerät für den Johnny holen. Wo kriegen wir das denn her? Ja, gar nicht. Ich hab gerade die Nacht gefragt, ob wir hier eins bekommen. So. Sollen wir nochmal bei einem Automat vorbeigucken? Nein? Wieso? Okay. Chef, wie lange geht das Praktikant, das Praktikum? Das Praktikum, ja. Nicht die Praktikum. Nicht die? Nee, das. Kann ich Nachhilfe auch bei Ihnen nehmen, wenn ich dann Azubi irgendwann bin und dann in der Berufsschule Probleme hab? Nee, ich weiß ja nicht, was da gemacht wurde. Ich hatte mal Bauchweh. Wofür ist ein Lehrer für Verstecken fangen? Genau. Also, wo könnten wir jetzt einen Auftrag rankriegen? Ich hab da so eine Idee, Mann. Ich brauche erstmal ein Messgerät. Da, wir können die Polizei fragen. Die haben doch immer sowas dabei. Ich glaube, die Polizei gibt uns nicht so ein Messgerät. Nee, glaube ich auch nicht. Wir fragen einfach mal. Aber ich kann mir jetzt ein Geld von dem holen, Mann. Hallo, Mr. Polizeimann. Hey! Polizeimann. Gekonnt ignoriert. Das ist jetzt echt nicht sein Ernst. Oh, jetzt bin ich hinten eingestiegen. Hat seinen Kollegen hier stehen gelassen? Guck mal da hinten. Warte, warte, warte. Mann.
Ey, yo, Mann. Das ist Polizei, Mann. Hallo, hallo, Mr. Blue. Was von mir? Achso, nee, da. Was ist denn Ihr anderer Kollege? Der hat gerade Kopfschmerzen, ich suche ihn gerade noch. Achso, weil der muss noch eine Rechnung bezahlen, wir haben im PD das Licht repariert. Ja, $10. Das wären $10 pro Person und wir sind 10 Leute, also bräuchten wir $40. Haben Sie da eigentlich noch eine Quittung dann dafür? Nee, die hat der Kollege. Das war so ein Hamstermann. Mit roten Haaren. Ah, scheiße. Okay, ja, warten Sie noch kurz, bis er die Kopfschmerzen weg hat, dann funke ich das kurz durch. Einen Moment. Okay. Darf ich mich mal in Ihr Auto setzen? Okay. Habt ihr gefragt? Ja, wir kriegen $40. 10 Dollar pro Person. Cool. Aber daher, dass ihr den Mindestlohn bekommt, kriegt ihr nur $2. Egal, davon kann ich mir bestimmt Kaugummi kaufen, oder? Sogar 2 Packungen. Geil. Der Kurs ist hier im Stadt $10,000. Ist es richtig, dass hier angefordert wurde, dass die Lampen repariert werden? Okay. Ja, okay, die sind schon fertig. Ich werde die gleich bezahlen. Die sind hier bei mir um die Kurve noch. Okay, das soll passen. Das waren $10 pro Person, richtig? Ja, und wir sind 4, also $40. Bigo Bigole. Alle mal Platz machen, damit ich mein Geld bekomme. Ah, okay, so verstanden. 69. Wo komme ich jetzt mein Geld? Ja, nächster. Nee, das müssen sie alles mir geben. Das ist der Chef. Weil ich bin der Chef, ich muss dem das aushändigen, das kriegen die an ihrem Zartag. Ja, Mann, das ist unser Ausbeuter, Mann. Das sind meine Lehrlinge. Gut, dann danke für die Arbeit und ich wünsche okay. Noch einen schönen Tag. Dankeschön. So, Herr Karl, lass mal herkommen, bitte. Du besser, gib mir $2. Ich glaube, die geben uns keinen Stromprüfer, Bruder. Team, herkommen. Mhm. Er hat mir $3 gegeben, der Pisser. $3 direkt? Warte, weil du mein Lieblings-Azubi bist und der Johnny herkommt. Aha, ich hab 2 bekommen. Hier, bitteschön. Boah, danke schön. Boah, ich hab 3 ganze Dollar bekommen, Mann. Wieso kriegt der Johnny mehr? Jetzt müsst, jetzt müsst ihr euch mal austauschen, was ihr für Geld bekommen habt. Ich hab $3. Das macht man nicht. $3. Ich hab $2. 500. Was? Und der Raki im Glück, ich hab dir 1500 gegeben. Stell ruhig, Mann! Du bist. Hat wer was zu trinken für mich, bitte? Ich hab selber nichts. Nein, dann macht hier, aber $3. Her, okay, warte, du kriegst sogar noch ein bisschen mehr Geld. Okay, gib mir das, ich geb dir $3. Okay. Hier, bitteschön. Hör doch mal auf. Braucht noch wer was? Habt ihr alle was zu essen, zu trinken, Mann? Ja, ich hab jetzt. Dankeschön. Was? Okay, was weiter geht's. Ihr? Wir sind Elektriker. Rara, Männer. Macht ihr wieder ATMs? Aber wir brauchen einen Prüfer für mich, Mann. Ja, Mann, aber erstmal brauchen wir einen Auftrag. Opala, wollte ich nicht. Der ärgert mich immer wieder, Chef. Ja, ha. Darf ich jetzt ein und hör auf zu heulen. Nee, der Rakim sitzt vorne. Aber der schmeißt mich immer hinten raus. Ich schmeiß immer Popcorn verdient. Nach hinten, wenn der Chef nicht guckt. Du Drecksack. Wer ist ein Drecksack? Du bist ein Drecksack mit deinem Glasauge. Ich hab kein Glasauge. Doch. Nee. Den Glasauge, den ich dir immer anbiete. Danke für die netten Worte, Nismo. Trotzdem schmeckt der wie du, nach Pussy. Das ist eine Lüge. Woher willst du wissen, wie ich schmecke? Er hat an dir geleckt, als du geschlafen hast. Richtig. Ey, wir müssen jetzt den Shorty rausklingeln, oder? Ja, lass mal klingeln gehen, mein Schuldi. Weiß überhaupt jemand, wo Shorty wohnt? Wir müssen die Alarmanlage einfach mal... Wo wohnt der Shorty denn? Keine Ahnung, schrei einfach. Shorty, kommst du raus, bitte? Shorty, komm raus, spielen. Shorty, du kleiner... Drax Rat, Verräter 31er. Muss man eben kurz nachdenken. Shorty. Sonst wird mir das zu viel hier. Okay, wir brauchen noch mal einen neuen Auftrag. Guck mal da. Nein, der hat. Oh, aua. Brauchen wir einen Auftrag? Ja. Bleib mal kurz stehen, Chef.
Die Lampe ist kaputt. Wir brauchen einen Auftrag, wo wir bezahlt werden. Ach so, ja gut. Da kann ich nicht helfen. Ich weiß, wen ich anrufe. Der ist nicht da. Ja, wie kann man denn auf Auftrag holen? Der ist nicht da. Holen? Ups. Ah, ich habe einen jemanden. Der ist nicht da. Hallo, Herr, Inspektor. Ich weiß, wo wir hin. Mein Freund, wo kann ich dich finden? Wir müssen gerade ganz hoch in den Norden fahren. Ganz? Holzverarbeiter. Beim Holzverarbeiter treffen wir uns da. Ja, können wir gerne machen. Okay, Gott. Wir kommen, wir sind unterwegs, Mann. Jo, bis gleich. Ciao. Bis gleich. Beim Holzverarbeiter. Aber wo ist der? Irgendwo im Norden. Norden. Ganz im Norden irgendwo. Sägewerk. Ja, Mann. Wen hast du? Ich hab mal eine Frage, Chef. Den Raul, ja. Bruder. Der Carlos, der neben mir, ist das ein mexikanischer Schwarzarbeiter? Nein. Nein? Du bist ein dreckiger Wichser, und wenn wir raus sind, Mann, Alter, dann erschieße ich dich, Mann. Warum sagt er denn sowas? Ich hab nichts gesehen. Hey, du musst erst, hab ich was du gesagt? Du musst erst die Erlaubnis beim Chef anfordern. Sorry, Chef, Mann, vorne, Mann, ich hab laut gedacht, Mann, tut mir leid, Mann. Nee, hey, frag nochmal, ob du das machen darfst. Darf ich den Johnny erschießen, wenn wir Hello. Erlaubnis erteilen. Das ist eine scheiß lila Hose, Mann. Ich hab den in seiner Freizeit getroffen. Ja, ich hab von denen immer die Handsohle. Außerdem hat der im Auto geraucht, Chef. Gar nicht. Was? Lüge. Nein, Lüge. Okay, das geht von ihrem nächsten Gehalt ab. Und der hält seine Pausenzeit nicht ein. Der kommt immer vorher wieder arbeiten. Johnny ist hinten, ne? Okay. Das nein, geht. Die glauben mir die... Das, da geht noch mehr Geld flöten. Nein, also der klaut mir immer mein Brot. Ja, Chef. Das darf der auch. Wie, das darf der? Ja, der kommt aus einer armen Familie, der hat kein Essen. Siehst du? Ich hab dir das gesagt. Wer hat jetzt Johnny, hast du jetzt echt getasert, Mann? Ich hab doch gar keinen Taser. Das geht nochmal von deinem Gehalt ab. Ich hab das genau gesehen. Ja, was gibt's mir? Nee, jetzt steig ich aus. Ey! Wir fahren gerade zum Holzverarbeitung. Du hast unseren... Hallo, du hast den Johnny verloren. Du hast Johnny verloren, Digga. Oh, wieso haben wir Johnny verloren? Weil der ausgestiegen ist, der Trottel. Ja, Johnny ist ausgestiegen. Okay, gut, na. Tschüss. Wo ist der hin? Bist du doof? Was denn? Da links, Mann. Du ärgern. Wo links? Alter, wir machen an uns den Bürgersteig, du Trottel. Du bist so blind, Mann. Der hat eine Warnweste an. Steig ein, Johnny. Seid ihr wieder nett? Ja. Ja. Boah, kaum bist du drin, ich stink das wieder. Steig ein, Mann. Aua. Hey! Carlos, das geht von deinem Gehalt ab. Oh, du Pisser, warum? Krieg ich sein Gehalt? Nö. Rakim, du kriegst Carlos sein Gehalt ab sofort. Wie der Ausbild, der sich im alles einstecken will. Ey, ich gehe zur Berufsgenossenschaft. Es gibt keinen Berufsgenossenschaft. Kacki, Mann. Ja, Mann. Ich? Kup hat gefunkt. Kup, hat er gefunkt? Warum höre ich das nicht? Kup, Kup. Okulu Kupa? Du hast ausgemacht, Rakim. Okulu Kupa. Rakim, bist du schon beim Holzscheißer? Nee, wir sind unterwegs. Okay, wir sind auch unterwegs. Wer bist du? Sind wir bei der IG Metall? Bist du jetzt auch Elektriker oder wie? Wir sind bei Goofy Electronics. Oide doi doi doi. Ich ruf mal den Bedo mal. Beno, was grab war? Ist irgendjemand von euch am Kacke bauen? Du hast mir den gestern deine Nummer gegeben. Goofy Tronics. Best of Electronics. Ich hab gehört, dass du eine Tauchschule leitest. Also nicht. Doch, Mann. Kannst du mir ein paar Tipps zum Untertauchen geben? Ich hab heute so ein Gerichtselektriker, Mann, Digga. Und hab jetzt einen Haftbefehl. ATMs? Was geht ab, Fair, Bruder? Alles gut bei dir? Dürfen wir nicht. Ja, wie kann ich untertauchen? Ach, ihr seid wieder am Rumballern. Nein. Ja, dann kein Plan. Wir machen Leuchtengans und so. Ja, aber der hat gesagt, wenn ich mich da nicht melde, weil er schon der Dritte war, dann kommt Haftbefehl. Kommt der da mit Capo, kriegst du eine Unterschrift? Okay.
Kurz Gedanke. Naja, wir sind gleich bei euch, bei Raoul, Dion, Cooper. Bis gleich. Du Hus. Haben wir einen Einsatz? Hus hier aufs was Auge. Geht ab, Schoko-Eiscreme, ja. Mann? Alles gut bei dir, Bruder? Was liegt denn da an? Keine Ahnung, wir fahren zu Raoul, der hat viel Geld. Ja, der Raoul soll uns den Job besorgen, Mann. Der hat viel Kohle. Der echt? Raoul muss mir vielleicht... Ja, wir reparieren sein Auto oder so. Wenn der Auto ganz ist, schießen wir die Lampe kaputt. Meinst du, der kann mir ein Elektrizitätsmessgerät geben? Der hat, glaube ich, keinen selber. Dafür ist er zu nett, das ist ein Kampfhundstreichler. Bei mir ist alles gut. Hukulununa, Bruder. Kannst du meine Frage beantworten? Was geht ab, ja. Mann? Warum bist du der Einzige mit Einhörnern auf deinem Brotbüchse? Du musst auf um 5 zum Arbeiten. Warum bist du der Einzige mit Einhörnern auf deinem Brotbüchse? Ich bin eben von der Arbeit gekommen. Wiederholen sich zweimal. Holy shit. Lass mal nicht tauschen. Johnny, das war's. Ab sofort kriegst du gar kein Gehalt. Oh, warum, Mann? Rakim, sag mal bitte Rakim, was. Rakim, Carlos, du bekommst das doppelte Gehalt. Ich hab was gesagt. Was? Ich hab doch nur doppeltes Gehalt gehört. Aber wenn der Carlos doppeltes Gehalt kriegt, kriegt er immer noch nichts. Solange wie was abgeht, Sascha. Ja, wenn jetzt nach der Aktion nichts mehr geht, dann hör ich auf. Also bekommt jetzt 1000 und Rakim bekommt 3000. Deadline 3 Uhr. Ich hab nur 3 Dollar bekommen. Ja, ich weiß. Aber wenn jetzt um 2 Uhr nichts mehr los ist oder so, dann ist vorbei. Ich sag doch, ihr mobbt mich. Ich nicht rausspringen, Digga. Nein, ich teile mein Geld mit Johnny, passt schon. Okay, also bekommst du 500 und Johnny wieder 3 Dollar. Ja. Hallo Herr Polizei, ich bin gerade bei meiner Arbeit und jetzt habe ich mal eine Frage. Der lügt, der lügt. Wenn ich die ganze Zeit gemobbt werde, muss ich dann zu Ihnen kommen? Der ist nur am Lügen. Mein Chef und meine Mitarbeiter, also meine Kollegen, die mobben mich ganz stark. Soll ich kündigen, aber wie soll ich denn dann Geld verdienen? Du verdienst auch eh keins. Die zahlen mir noch nicht mal Lohn. Sag, wir beuten dich aus, wie ein Beutetier. Die beute mich aus. Wie ein Beuteltier, Mann. Wie ein Beuteltier. Oh. Holy shit, Mann. Okay, wie, ey. Können Sie mir vielleicht bei der Arbeitssuche helfen? Nicht. Bei wem kann ich mich da melden? Ey, guck mal, das ist vorne auf dein Auto drauf. Ja, aber ich bin ein junger Mann, der ist... Wir sind August frei, Mann. Lass mal tauschen. Lüg doch nicht, du bist schon Ende 70, Mann. Ja gut, sie haben mir sehr weitergeholfen. Aua, 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 Baum, au. Alles klar. Oh. Fahr langsam durch den Wald, Ron. Ey, der hat mir gar nicht geholfen, Mann. Der hat mich auch gemobbt. Hat die Polizei angerufen? Ja. Aua! So, Güffi, mein Name, wo drückt der Schuh? Das also ich sehe schon. Warten Sie, Ihre Lampe. Können wir alle meine Kollegen bitte zurücktreten? Ja, natürlich, Chef. Oh, guck mal, die Lampe funktioniert nicht. Das ist ärgerlich. Ja. Jetzt muss ich die reparieren, ne? Warte, ich mach die Schraube los, Chef. Tritt beiseite. Okay, die Schraube ist weg. Okay, lassen Sie mich die Kabel durchtrennen. Machen Sie das. Okay, zur Seite. Jetzt muss ich das Ding wieder unter Strom setzen. So, leuchtet wieder. Wie neu? Wieder ich bieg die Klappe zurück, Achtung. Oh, wir haben Dispatch, Jungs. Ja, Geld. Aber erst müssen Sie bezahlen. Ja, richtig, Raoul. Schenken Sie mal aus, Herr Raoul, und kommen mal zur Seite. Hier, unser Praktikant zahlt. Hey, der Praktikant zahlt gar nicht. Kommen Sie jetzt mal mit. Dispatch, glaube ich. Zu mir mit den. Bitte? Mach mal ein Powernap. Die stehen. Dann einmal 10.000 Dollar. Wir können auch die Luft auf den Weißen rauslassen, wenn du das möchtest. Ja, das geht auch. Erstmal nicht, danke. Warte mal. Das ist Outfit habt ihr, Mann. Ja, wir sind jetzt Electrocross bei Goofy. Güffitronics. Ui. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Dispatch haben, dann können wir gemeinsam anfahren. Oh, okay. Wenn du, haben wir ein Dispatch? Oh. Zusammen ein Dispatch. Hello? Wir müssen da hin. Ja. Okay, alle mal die Bezahlung wollen herkommen. Wo müssen wir denn hin? Wenn ich gehe, weil wir haben leider keinen. Sie sieht echt schick aus, muss man sagen. Das ist Arbeitskleidung.
Das ist ein Sturmschlag-Schutzhelm, weil der Chef kann sich keine Atemmasken für uns leisten. Oh, ich hab 4 Dollar bekommen. Ja, er teilt fair auf, glaube ich. Wer bist du? Wieso, wie Rakim ist mein Name. Gegeben? Ich hab ihm 5x4 gegeben. Hier, bitteschön. Oh. Ist das mit Steuer schon? Und da muss ich ja, mit Steuer. 5x4 okay. Ist ja fair, wenn jeder Karl, los, bitte. Bekommt von euch, oder? Aber ist das 20, oder? Ich hab aber gar nichts gemacht. Ne, 5 Vieren in der Reihe, glaube ich, war das. Bitte. Danke. Aber, hä, wir sind aber nur, hä? Ich krieg wirklich das Doppelte, Mann. Fuck you. Ja, weil du vorhin nur 2 bekommen hast, jetzt hast du 4 bekommen. Wenn er hat von mir 5 Vieren in der Reihe bekommen. Jetzt müsst ihr ausrechnen, wer wie viel davon bekommt. Oh, unser Chef steckt sich ganz schön viel in die Tasche, glaube ich. Nee, das stimmt gar nicht. Der krasse Ausbeuter, Mann, Alter. Der Carlos hat 1000 bekommen, der Rakim 1500 und nur 4 Dollar. Das kann ich zählen, ich glaube, das ist fair. Das ist super fair, für mich sogar auch fair. Scheiße. Jora U. Wollen Sie auch nochmal Geld bitte? Geben? Wie viel Geld hast du? Gar ja. Nichts. Okay, hier. Wie viel? Oh, irgendeiner kriegt jetzt Geld, keine ja. Ahnung wer. Ja, ich hier. Boah, keine Ahnung wer das kriegt. Hier, alles was ich habe, Rest hat Cooper. Wie viel Geld habt ihr bekommen? Warum hat der Cooper? Null. Cooper, rück mal den Kohle rüber, Mann. Nee, ich repariere Autos und 1000, ihr 1600. Pisser, ja, wir reparieren Lampen, die wir kannst vorher kaputt machen. Ja, ich gebe euch 1000 Dollar für eure Arbeit, Mann. Okay. Cooper, wie viel Geld hast 1000? Du heute Abend schon bekommen eigentlich? So 5000 Dollar. Der lügt, ne? Also ein Anwalt hat mir, glaube ich, kann mir vielleicht irgendwer 7 Millionen leihen. 3 Millionen. Ist das wahr? Ja, hey, Autoclub Los Santos, oh, Rang 2, das ist nett. Ja, Mann. Ich hab den True Love da 1000 Dollar gegeben, holt euch das. Hat der gar nicht. True Love Geld rausrücken. Okay. Wir brauchen einen scheiß Dispatch jetzt. Warte, ich kann dir helfen. Wir sind eh momentan noch zu viele. Ja, wieso? Der Dispatch ist raus. Das ist ein Dispatch. Dispatch. Let's go. Dispatch, Zugriff. Alarm. ACLS, Raul González, schönen guten Tag. Ja, hallo, warum? Schönen guten Tag. Ja, Autos hat dann nicht kaputt, weil ich repariert das. Ey, aber passt mal auf. Ey, ich verrate euch mal jetzt einen Trick. Passt mal auf. Wie ihr richtig Trinkgeld machen könnt, ne? Okay. Ihr sagt zu demjenigen, bitte geben Sie mir 10.000 Trinkgeld. Danach holt ihr das Blitzdingsbumsgerät raus, was ich hier in der Hand habe. Danke. Blitzdingsbums denjenigen und sagt, bitte 10.000 Dollar Trinkgeld. Ja, kleinen Moment, kommst du auf Seite? Bitte 10.000 Dollar Trinkgeld. Bitte schön, Bruder. Ich habe eine Frage. Ja, hat funktioniert. Haben Sie einen Elefant? Habt ihr den Raul schon bezahlt? Raul, aber das funktioniert ganz anders, weil du kannst okay, demjenigen gerne sagen, dass er dir ganz viel Geld geben soll, verstehst du? Weil ja, stimmt das, Raul? Was stimmt? Der Paul bei neuen Autos. Wenn man das nämlich so macht, Millionen. Alter, Digga. Nicht alle gleich auf einmal bitte. Raul. So, hier ist Raul, bitte, danke. Raul. Einer nach dem anderen. Raul. Der Pablo bekommt bei der neuen Auto und ich brauche 8 Millionen. Ja, hier, Mann, Raul, Mann, Chino Custom, Mann, Digga. Wir brauchen alle 8 Millionen. Was für Geier, Alter. Wie viel hast du denn jetzt schon gemacht, Cooper? Sag doch mal die Wahrheit, damit die anderen okay, leiden. Okay, Elektriker, Leute, wir müssen los. 6,5, oder? Müssten dann die 400.000 sein. Der Chef hat gerufen. War schön mit euch. Vielen Dank für den Auftrag, Raul. Wir sehen uns. Haut rein. Oh, der blöde Johnny ist schon drin. Mann. Ich dachte, ich kann wenn ihn wir ein Dispatch lassen. Kriegen, können wir euch anrufen im Notfall? Ja, ja Mann, ruf ja, sofort ja, durch, Bruder. Okay. Machen wir. Aber bitte mich, du hast meine Nummer. Ich ruf nochmal durch. Jo, mach das. Ruf mich nochmal an, bitte. Wer, ich? Ne, ich. Der also. Chef. Aha, ich hab mehr Kontakt, ja, irgendwann übernehme ich den Firma. Ja genau, wir können so den Motor zum Laufen bringen. Ich hab wieder private Gespräche, ja. Das ist Commander Krieger, ja. Außer der Commander Krieger ist der Person hinter Benno. Ja. Das ist richtig. Ja, aber nicht viele Dorfmann. Ja doch. Ja, bin okay, danke schön. Tschüss, Raul. Wie viel hast du bekommen? Ihr seid einfach danke die Geilsten. Vielen, vielen lieben Dank für die nette Worte. Ja, willst du gekündigt Ricardo, werden? Nein, ich hab 1000 bekriegt. Ich ruf dich gleich an, Cooper. Höre. Kannst du selber den Duplo Lutsche Squeezy machen? Sicher? Ja, ganz sicher. Was sicher? Ja, ganz sicher. So sicher wie der Abend in der Kirche?
Ja, genau wie der Abend. Soll ich mal die Rosa Busch anrufen und fragen, ob die einen Klempner braucht? Die hat uns angeboten, dass wenn wir für Klempner sind, kriegen wir deinen Job. Wir können das so tun, als ob. Ja, ich bin gut in so tun, als ob. Dave? Du musst gar nicht ill sagen, wir wissen, dass du dein Ding in Tacos reinsteckst. Aber Dave? Nicht in Buschmann, Digga. Ja. Warum haben sie ihre Maske nicht auf? Und weil hier keine giftigen Dämpfe sind. Vorhin bei dem Auto nicht? Das ist dein Ernst, King, okay. Galant, mein Freund. Ja, ich muss da lernen, deswegen frage ich. Ja, genau. Ich habe nicht viel mit denen zu tun gehabt, Audi, weil ich nicht auf da bin. Apropos, ich muss sie jetzt wieder aufsetzen, Mann, weil sie dem hier drin ist. Aber kann gut sein, anscheinend, wenn der. Mein ACL ist jetzt wohl da, dann muss er gut erkennen. Hast du was gemerkt, Chef? Das wird er nicht mehr. Was denn? Keiner hat gelacht. Ja, Kim, kannst du bitte einmal lachen? Aha. Siehst du, Pisser. Das macht er nur, weil du am längeren Hebel sitzt. Passt, Raken, du kriegst das doppelte Gehalt. Ach, wie immer. Johnny, du kriegst eine Gehaltskürzung. Guck mal in deinen Rückspiegel, Chef. Ich hab das gesehen, du kriegst gar kein Gehalt mehr. Lumetix, Bruder. Nicht? Nö. Gib dazu keine Antwort. Weil du das gerade getan hast. Ja, aber du bist immer so gemein zu mir. Werf ein Münze? Ja, das auch den Job. Komm, wir bleiben Zeit, wir gehen, Bruder. Ja, aber die anderen sind auch gemein zu mir. Ja, das ist auch den Job von Azubis. Du bist nur ein Praktikant. Carlos ist doch auch ein Praktikant. Nein, das ist ein Azubi. Carlos, du bist also mein Azubi. Besser widerlich als widerlich. Kein Problem. Bei dir ist gut, ne? Das ist eine Gehaltserhöhung. Du kannst nicht schlafen, Kate, Mann. Niemand schlaft, der Blätter. Ja, und ich schmeiß nachher noch eine Azubi-Party. Du bist. Würde ich mal so sagen, im Stripclub. Alle Azubis sind eingeladen und Getränke gehen auf mich. Seit du aber so einen stressigen Job hast, hast du echt weniger Dreadlocks bekommen, Bruder. Ja, ich weiß, ne? Echt weniger geworden. Verstehe ich nicht. Weil du auch doof bist. Guck dir seine Haare an, Mann, der hat fast eine Glatze. Ja, Quinny. Ach. Nö. Schimmert hier die ganze Zeit seine Pläte. Ey, True Love, Mann. Was? Was hab ich? Warte, der telefoniert erst. Nee, sag ruhig. Bordolese Fisch, Mann? Der hört sonst nichts. So. Bordolese Fisch. Ah. Was für ein Fisch? Güffi, weißt du, mit dem Bordo, da müssen wir halt gehen, Fisch. Hat der Lumetix gesehen. Ja, das ist ein Fisch, der schwimmt in Salzgewässer und frisst ausschließlich Plankton. Oh, ey, der Güffi sagt, der lebt im Salzwasser und frisst ausschließlich Plankton. Sag nochmal bitte ausschließlich. Ausschließlich. Ey, tu doch, Mann. Ja? Du hast blaue Augen, ne? Wie, warum? Von deinem Vater? Wieso, warum? Weiß ich nicht. Genau wie deine Mutter, die hat auch blaue Augen von deinem Vater. Niemand bist du. Du ich krieg Kopfschmerzen. Carlos? Kommst du klar? Was? Oh, da ist ein Koppers. Wieso, was? Bin ich ein Telefonjoker, Mann? Habt ihr. Was willst du von den Koppers? Ja, die bringt viel Geld. Warum denn? Warum hast du denn was Falsches gesagt? Die sind, glaube ich, links da oben. Oh, das war ein Telefon-Joker, ich habe was Falsches gesagt. Da, links. Da, die sind links, am Pier. Hast du gehört, Carlos? Aber wieso denn? Sirene. Hast du das gesagt, was ich gesagt habe, oder was? Bido. Einmal rechts anhalten, bitte. Das ist derselbe. Wir haben Einsatz, König, wir haben Einsatz. Hallo. Ich hab gesehen, dass... Ja. Ja. So. Warte. Ich hab gesehen, dass ihr Rücklicht hier vorne gleich kaputt ist. Was hast du denn da jetzt gesagt? Warum 50.000? Was? Sollen wir das reparieren? Nee, alles gut. Aber das Licht ist kaputt. Ja, darum muss ich jetzt zurückfahren und Nein, Mann, wenn wir das nicht reparieren können, dann mache ich ein Foto davon und verpet sie. Ja, das können sie machen. Aber ich muss trotzdem zurück in die Garage und das reparieren lassen.
Kollegen, schreibt euch mal das Nummernschild auf. Ja, ich mach Licht, okay? Ja. Für das Foto. Ja. So. So. Ja, ja, ruf mal. Ruf nur mal noch ein Bild von, an, von Ihnen hier. So. Nips. Deine Badezimmer. Krass, Mann. Okay. Ich hab den Nummernschild. Doof wie doof, Mann. Glatze Katze. Oder was ist ich, Mann? Irgendwas. Wie, du hast Güffis Nummer nicht? Ja, Carlos, ich Güffis Nummer nicht. Carlos, ich bin nicht so wie du, die männliche Yuki, okay, nicht jeder hat meine Nummer. Warum hast du Güffis Nummer nicht? Ich kann nicht über Andres so reden. Vielleicht der hat was anderes zu tun, du weißt nie. Warte, warte, ich geb dir mal Güffis Nummer, weil das ist ein, das ist ein, das ist ein Verbrechen, ne? Rakim. Ja, Mann. Ja, wie heißt, heißt jetzt eigentlich unsere Organisation? Goofytronics, Best of Electronics, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Das ist die geile Nummer. Ich weiß gar nicht, warum das eine geile Nummer hat. Ne? 282303. Warum eigentlich? Wenn wir im Einsatz sind, dürfen wir auch in den Gegenverkehr fahren, oder? Klar, ja, Mann. Krass. Wir sind ein Notanruf. Goofy, ja. wen hast du gebumst, dass du so eine cool Telefonnummer bekommst? Gar keine, die ist sexy, ne? Ja, tschüss. So ein gut gut aussehenden Chef wie mich müsste auch in eine gute Nummer passen, Mann. Ey, Bordeaux-Lesfisch, Mann. Willst du mich verscheißern? Was ist das? Ja, was weiß ich, was das ist, Mann. Was fragt die mich so weit, Alter? Ist der Kay von euch da, Mann? Nein, ne? Fuck. Hoch? Nee, ich kann nicht anrufen. Kay, bist du da? Giffytronics, Giffy im Apparat, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Giffytronics. Ja. Doi, 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 doi. Ja. Also meistens hängt der Kay immer beim Ammunition ab. Helle Lampen. Ja, weil der die Bitches rumhängen, ja, ist klar. Ja, diese Luna, da steht der ganz besonders drauf. Sehr vielen Dank für dein Follow, Bruder. Keine Ahnung. Die ist ganz nett, Alter. Ja, dein Follow, sag ich, für dein Host, Mann. Und dann alle, die von den Fritz oder Tifa oder wie auch immer kommen. Wo drückt der Schuh? Wir sind Elektriker. Wo brauchen Sie Hilfe? Ja, Sie haben angerufen und jetzt müssen Sie uns auch einen Auftrag aufgeben. Schönen Dank für dein Post und hallo an alle. Sie ruft gerade. Ja, da haben wir langsam. Ne? Hier geht. Hallo, ja. Luna. Kuckuck. Ich weiß nicht, wen ich anrufen soll, Mann. Ich hab mal eine Frage. Ja gut, ich komme jetzt an, ne? Also, hast du einen Auftrag für uns, den ich dann ausführen werde? Weil jemand und ich fragt, kann schon, ob der wo da drückt ist. Der Schuh, was muss ich denn reparieren? Und der ist nicht zu erreichen. Ah, okay, wie viele? Wie viele? Ist er da? Warte mal. Rakim? Ja, das bitte? Das sind $10 pro Lampe. Aber der geht nicht, sein Telefon ist aus, ja, Mann. Ja, ich weiß, was willst du von dem? Ich wollte den anrufen kurz. Okay, sag mal gut. Bitte, der wir soll sein Handy anmachen. Der Rakim will den anrufen. Jungs, wir haben einen Auftrag. Sirene an. Hä? Dankeschön. Sirene. Jo, brauchst du noch irgendwas? Weil wir sind gerade im Einsatz. Ja, hast du einen elektrischen Defekt, den wir beheben sollen? Wir sind Elektriker. Okay. Sag dir mal bitte, soll das Handy anmachen. Dankeschön. Ja, tschüss. Pussy. Warum hat der sein Handy aus, Mann? Ja, weil der im Dorf ist, Mann. Versuch den nochmal anzurufen jetzt. Bida. Warte, der ruft mich an. Geh dran, pass auf. Guten Tag. Goofy Electronics, schönen guten Tag, mein Freund. Ich habe eine kurze Frage an Sie, Mr. K. Läuft Ihr Kühlschrank? Alter, was? Ja, der läuft. Dann würde ich den festhalten. Alle leise sein, Mann. Du bist ein Spaß. Du bist ein dreckiger kleiner Spaß. Bis dann, Herr Won. Fick dich, Rakim. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was muss ich reparieren, da, Eli? Ich hab das geklärt, Mann. Die sind alle heile. Nee. Doch, das macht dann $1000. Bro, Queen. Nee, warte, die sind gleich nicht mehr heile. Ich muss mal schnell hier ein Pflaster verteilen. Moment. Bro, Queen, von Goofy Electronics komm ich. Ich hab eine kurze Frage. Best of Electronics. Doinge. Läuft der Kühlschrank? Der Kühlschrank, der läuft und der Ofen auch gerade auf Hochdruck. Dann würde ich die festhalten. Das Ding ist nämlich so.
Der Bordelaisefisch ist in der Röhre. So, okay, das ist voll jetzt ekelhaft, Mann. Das klingt ein bisschen falsch. Wir sind Gleich kommt hier ein Roundhouse-Kick, Mann. Ohne ich mag keinen Hollandaise, Mann. Ich will jetzt meine Bezahlung haben. Weiß oh nicht. Mann, ey, ich werde so ist viel das Geld los. 1000 Dollar. Aber mir gefällt deine Hose, Queen. Ja, aber herkommen bitte, kommen Sie mit. Dankeschön, das ist meine Arbeitshose. Ja, die kannst du dir trotzdem an der Haut anziehen. Passt schon. So, pass auf, warte. Wir sind gleich fertig, warte. Jetzt, wie fühlst du dich? Hallo. Oh, dankeschön, wieder gut. Vielen lieben Dank. Supi, supi. So, also wie war viel waren Johnny, das? 10, das waren 1000, ne? Ja, aber sie können gerne einen Trinkgeld geben. Das ist ein Fisch, der ins Wasser lebt. Okay. Dann sich auch okay. Sag ihm herkommen. Bordolese ja, bitte. Alter. Deine Bezahlung. Warum kennt ihr nicht den Bordolese? Bitte. Denkt man, ich krieg Carlos sein Gehalt auch noch? Achso, du bekommst Carlos sein Gehalt auch noch? Ja. Komm mal mit. Wer? Bitte. Und Rudolf bekommt was abgezogen wegen den rauchenden Motto. Nicht hauen. Okay. Wie das aussieht. Ey. Carlos, herkommen. Carlos. Ey! Komm mal her. Immer noch kein. Also noch Pflaster dabei, nein. Ja, bitte. Ein einziges noch, ja. Johnny, machst du mir das auf den Händen drauf? Ich glaube, ich muss Raki verprügeln, Alter. Ich hab nichts gemacht, Mann! Ich hab das genau gehört, du Pisser, Alter. Was denn? Du hast mein Gehalt angelegt. Wie ich deine Arbeit musst du mitkommen heute. Mit mir, Hakim. Mit dir geh ich überall hin. Dankeschön. Eli, kannst du das Motorrad wegräumen? Wir müssen los. Yo, JC, Mann. Es tut mir leid. Ja, ich pack schnell mein Motorrad noch weg. Schöne Hose an. Was, Mann? Von den Naeli? Ja. Ist gut, ne? Gut, Mann. Johnny, komm mal her. Das sind die zukünftigen Kinder meiner Frau. Ja, die jetzt keine Kinder mehr kriegen kann, weil sie jetzt eine Brechstange da irgendwo hat. Ja. So. Ich habe 9 Dollar bekommen. Haha. Nee, wer ist jetzt hier Rakim? Ich kann nicht. Ich bin Rakim. Ich habe schon mehr bekommen. Ja, ich sehe dich halt nicht. Erkennst du meine knuffige Wange nicht? Nee. Nee. So, jetzt ist stillhalten. Ja, der Arme. Der? Mhm, der hat der Goofy draufgeboxt immer. Warum hat er das so? Weil der ist ein böser Chef. Scheiße. Ein böser Chef? Mhm. Du, Rakim, ich hab mal eine Frage. Was denn? Kennst du diese Situation, wenn du... Nach dem dritten Date erst. Nee, wenn du richtig Hunger hast, ne? Mhm. Und du hast keine Zini-Minis mehr zu Hause. Ja, das kenne ich nicht. Nee? Nee. Ja, aber sprich weiter, ich stell mir das vor. Das muss die Hölle okay. sein. Ja, also du hast keine Zini-Minis mehr, du hast auch keine anderen Sachen, die du schnell essen kannst, ne? Mhm. Sondern du hast nur noch so ein Glas Apfelmus da. Und da ist noch ganz wenig drin. Arschloch! Ja. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du mir sagst, welche Farbe Apfelmus hat, dann bestimmt. Ja, das... Apfelmus ist blau. Ah. Hm? Und dann stellst du dir noch vor, dass es draußen dunkler als kalt ist. Ja, aber ist auch zu Fuß schneller als wie bei dem Bär. Aber genauso fühle ich mich. Das ist aber nicht gut, bist schwanger. Oh, ich glaube, du musst weiter. Vielen Dank. Danke dir auch, Naidi. Bis dann. Tschüss. Mach den Scheiß aus. Seid ihr behindert, Mann? Wer spielt? Okay. Wer hat das jetzt abgespielt? Der True Love. Nee, gar nicht. Okay, das war... Wie soll ich das machen? Sirene, mach mal Sirene aus. True Love, deine nächsten 4 Gehälter sind weg. Weil ich dir gesagt habe, du sollst ausmachen und du hast nicht ausgemacht. Au! Das war ein Auto. Wo ist der Johnny hin? Wo ist Johnny hin? Ist der los? Ist er wieder rausgesprungen? Ja. Ist mir egal, Mann. Jetzt nehme ich den nicht nochmal mit. Wo ist der? Wo ist der hin?
Wir haben dich verloren. Oder der Kopfschmerzen. Der telefoniert. Telefoniert der Pisser. Wo ist der Drecksack? Der ist versteckt wieder. Der drückt von der Arbeit, Chef, immer. Warum sollen wir nicht gucken, ob wir einen Automaten reparieren können? Hallo? Ich suche einen Herrn in Elektrikerkleidung. Ist aus einem blauen Volvo gesprungen. Herr Detektiv, ein Herrn übelriechend in Elektrikerkleidung ist aus einem fahrenden blauen Volvo. Ja, übel. Aufgelegt. Du hättest erwähnen sollen, dass der hässlich ist. Und dass er immer mit seinem Glasauge zuckt, wenn er nervös wird. Ein netter, freundlicher Herr ist aus dem Auto rausgesprungen. Wie gedruckt? Wie gedruckt? Hä? Was? Raoul! Ey, Güffi, der Raoul, der wirbt Leute ab, ne? Wie jetzt? Der hat deine Mitarbeiter abgeworben, Mann. Wie jetzt? Der hat Johnny abgeworben, meinte, er gibt ihm mehr Geld. Was, Mann? Hast du mit Raoul telefoniert gerade? Nee, ich ruf den jetzt an. Telefoniert mit Johnny, Mann. Hey, Mann, wir werden dich jetzt befreien, komm, Johnny. Nö. Der bekommt auch kein Geld mehr von uns. Der Raoul ist auch schon telefoniert, Mann. Johnny will mehr Geld, hat er gesagt, dann kommt er mit. Raoul, du hast Johnny abgeworben. Du Pisser. Und er will einen Ausbildungsvertrag haben, hat er gesagt. Ja, der bekommt von mir kein Geld, der Doofmann. Ja. Güffi, sag ihm doch einfach, dass okay. Du ihm einen Ausbildungsvertrag gibst und dann gibst du ihm keinen. Okay. Ja, ich ruf ihn mal an. Tschüss. Kannst du den mit FaceTime anrufen? Warte, Johnny, Mann. Johnny. Leg auf, ich ruf den jetzt an. Ruf den per FaceTime an. Johnny, du Nigger, ich ruf dich gerade mit FaceTime an. Seht die Verbindung? Verbindung steht. Ja, du Pisser, lutsch mein Duplo, du Drecksaffe. Wie wär's mit deinem Arbeitsvertrag, ja? Und du kommst pro Auftrag $10. Wenn wir sehr viel Geld bekommen, kriegst du $200. Was, ist das viel zu viel, Mann? Was? Jaha. Nee, wir ärgern uns alle. Ich hab grad den Rakim als dummen Affen bezeichnet. Ja, das machen die nur, weil die dich von hinten dann ärgern wollen. Weißt du, die lästern hinter deinem Rücken. Wir machen das vor deinem Rücken. Wir sind grad am PD. Kennst du eine bessere Elektriker, Carlos? Carlo? Ja, für Elektriker. Carlos ist ein besserer. Ja, also willst du nicht mehr Burns mitfahren? Selber hab ich keinen, Mann. Aber ja, man könnte den selber Burrito kommt machen. Der Knochen zum Huhn. Was ist das? Diesen Burrito, diesen. Ich hol, wenn nicht, dann hole ich mir jetzt einen neuen Praktikanten. Was ist das? Artim Burrito, Mann, Digga. Also, wieso? Der besser, meinst du? Ne, einen Arbeitsvertrag, habe ich gesagt. Ich hab den Burrito auch nicht, Mann. Ja, dann hol ich jetzt einen anderen. Doof, Mann, ich hol mir einen neuen. Warte. Der ruft gleich an und wir wieder. Ich geh mal kurz was zu essen und zu trinken, mein Chef. Jaha, mach das. Aber zieh mir das nicht von der Arbeitszeit ab, das ist Pause. Ja, das ist Pause. Der Drecksack, der betrügt mich immer.
Der Elektriker. Chef, da ist eine Lampe ausgefallen. Elektriker arbeiten. Willst du als Elektriker arbeiten? Ich? Ja, der Johnny ist abgesprungen. Weil der Johnny hat immer nur so 2 Dollar bekommen und die anderen 1000 Dollar. Wenn du bei uns anfängst, kriegst du 2000 Dollar. Aber Bruder, was geht ab, Mann? Alles gut bei dir? Elektriker. Knubbelkopf. Ja. Knubbelkopf. Du hast einen Freundin. Sag der mal Hallo von mir. Ja, jetzt am Telefon. Doch. Ja, okay, dann komm ich jetzt vorbei. Ich bin gleich da, Tschuhus. Ey, yo, Goofy? Ja. Also noch die Scheibe von Widow im Auto, Mann? Die was? Die Scheibe von Widow, die der gebrannt hat. Ja, Mann. Soll ich reinschmeißen? Ja, Mann. Das ist fette Musik. Ey, das verpasst der Johnny, Mann. Ja, warte, wir brauchen den Johnny aber. Wieso? Ja, egal, dann ohne den. Ich wollte denen das auch zeigen. Hat den Kau doch schon gehört? Nee, ne? Nee, Mann. Ja, hör zu, Mann. Das hat der Jeff. Ein bisschen lauter. Piss dich mal nicht ein, jetzt komm mal hier. Das ist gut. ACS, wo in welcher ACS, Mann? Das ist unten oder was? Am Flughafen. Okay, wir kommen runter. Schieße für die Family, egal wenn du so kennst. Schiebst du bei mir Stress, mach das Klick nach Bang. Zerschieße deine Jeff, Mann? Ja. Das ist Jeff, Bruder. Widow. White Widow heißt er jetzt, Bruder. Aber White Widow ist auf. Ich muss kurz anhalten. Okay, geh weiter. Das nenn ich Qualität, Bruder. Schneeweiße Dreadlocks. Nenn ich White Widow. Grün-lila Bündnis, ganz großes Kino. Gebe Fick auf euren Shitstorm. Was willst du machen? Bei Stress ziehen 40 Nigger ihre Waffen. Green Jammer, Damba, JFK und Salty. Kürtis und Mopa, Vivi und Shorty. 719, Family. Wir haben grünes Blut. Kommst du in die Hürd, Nigger, bist du tot? Das ist meine Gang. Das ist für die Fans. Geil, wo kriegen wir das? Von Jeff, Mann. Aber ich kann dir das auch geben. Ja, Mann, ich will das haben, unbedingt. Jeff macht sogar ein Videodreh dafür. Echt? Ja, Mann. Ja, wir müssen tanken, Chef, ne? Ey, links, Digga. Hör zu, Mann. Ganz einfaches Prinzip. Auf eine frische Antwort folgt dein Ehrenhieb. Golden verzierte Uzi-Magazine. Ballern aus dem Lowrider, um dich zu zersieben. Offizieller Brennpunkt, keiner zahlt die Miete. Rettetetet, Bruder. Keiner kümmert sich um Krisengebiete. Dabei ist die ganze Stadt ein Kriegsgebiet. Nigga, what's cracking, Nigga? Was geht ab? Kriechen wir Money, ja, dann machen wir Schnapp. Was für Gesetze, wir zeigen Duplo. Grüße an Pavel, Duplo, Mann. Für ein Huso. Angriffe machen uns alle nur stärker und sind im Blutrausch wie verletzte Berserker. Wir sind wie Philipp. Das ist meine Gang, Mann. Ja, was los, Schoko? Voll geil, Mann. Scheiße. Widows. Ja, okay, ich hab meinen Bruder gefunden. Komm mit. Achso, okay, Tschuhus. Wir haben einen neuen Johnny gefunden. Jetzt kommt bloß nicht weg, Junge. Wir haben Johnnys Bruder gefunden, das ist der Chris. Chris, stell dich mal vor. Hast du jetzt, bin nur von allen, schönen guten Tag. Ey Chris, los, sprich. Hallo, was geht, Mann? Hallo. wer ist der Hampelmann hier? Das ist Chris, Mann. Das ist True Love, sein wahrer Bruder, glaube ich. Wir haben einen neuen True Love, jetzt brauchen wir den nicht mehr. Können wir den alten umtauschen? Ey, wir geben den alten True Love zurück. Kannst du nicht Wordpresse werfen? Kann ich nicht mitnehmen, hallo? So, einsteigen, Arbeit, Freunde. Jo. Einsteigen, alle folgen. Oh, wir haben Arbeit. Kompakt und Coupé-Händler. Ey, Johnny, komm mal jetzt, Mann. Ey, komm mal, Mucke, komm mal her, Mann. Aufsitzen. Mann, der will immer. Hinten den Gehmuskelmann. Warum steigt der jetzt aus? Oh, Gas. Kompakt Coupé-Händler. Meine Freunde, aktuell gibt es das noch nicht, Mann. Wie der Jeff schon sagt, Mann.
Da kommt noch ein Video, Bruder. Videodreh, Rap-Musik. Fuck, Mann, von White Widow, Video Bruder. Machen, Alter. Wie geil ist das denn, Alter? Scheiße, Mann. Und dann gibt's richtig den Spread, meine Freunde. Geil. Das Ding, ne? Widow ist ein verstecktes Talent, Mann. Richtig geil, Mann. Ey, wir fahren, ey. Wo fährst du hin, Mann? Wohin denn? Und pack einen Coupé-Händler, Mann. Ach so. Wir können das später nochmal abspielen. Ist das hier ja, ne? Ja, man, hier ist es. Die haben kein Trinkgeld, das abhauen. Hey, die haben kein Trinkgeld, können wir abhauen. Kein Trinkgeld? Da kommt er. Ja, dann mal an die Arbeit, Leute. Goofy Tronics, doi, was können wir für Sie tun? Gott, wo der Sinn steht, ey, du Zinni-Mini, kommen Sie mal hier beiseite. Der goldene Zugriff. Ey, du Zinni-Mini, kommen Sie mal hier bitte zu dem Herrn Gonzales. Angreifen, greifen Sie den goldenen Wagen an. Agent Zinni-Mini ist bitte zum Mexikan jetzt zu kriegen Reparatur. Inspektor Zinni-Mini ist mein Name. Warte, ich gebe ihm. Was, Mia, hier? Ja, Reparaturkasten, du musst da Hand anlegen jetzt. Sehr gut. Los, Zugriff. Ich hab nicht bekommen. Danke. Welchen? Den goldenen? Ja. Ich hab keinen bekommen. Oh, warte, ich geb dir auch einen. Dann mach du mal den. Ich platz mal. Rot-weißen, bitte. Also, den rot-weißen. Jo. Ja, Messer von. Ja, aber das kostet ein bisschen extra, ja. Wofür, Bruder? Ja, 1000 Dollar. Oh, wer redet hier mal? Ja, Zugriff. Den rot-weißen. Zugriff, Praktikanten. Die anderen überprüfen bitte die. Beleuchtung der Fahrzeuge in dem Geländewagen. Reifendruck ist in Ordnung. Reifendruck ist in Ordnung, wunderbar. Oh, ja, cool. Aber die Spaltmaße stimmen nicht an der Türe, Bruder. Ich werf hier einen Schraubenschlüssel rüber. Ah, ich hab nicht gefangen. Warte hier. Chef. Da. Schon wieder nicht gefangen. Das ist halt Praktikant, ne? Das muss man selber machen, ja. Der Chef, der verfolgt uns auch noch. Rußpartikelfilter freigebrannt. Ey, du kennst dich besser aus als wir mit Auto. So, Ansage danach zum Gericht. Das sollte wieder gehen jetzt. Okay. Oh, das schnurrt wie ein Kätzchen. Alle ja, repariert, alle soweit, einsatzbereit? Ja, richtig. Wir sind ganz, ganz viele. Bitte alle aufsitzen und nächster Treffpunkt Gericht. Genau, am Gericht. Ey, Johnny, komm mal bei uns rein, bitte. Boah, hier sind so viele. Nein, illegal aufsitzen. Nicht. Johnny, wir brauchen dich. Ach, wir können alle mitfahren. Einfach hinterherfahren. Gerichtsgebäude, alle aufsitzen. Der kommt nicht, Mann. Was ist jetzt? Der springt ja da auf den Wagen. Wimmels, hast du gehört, ne? Gewinn ja, so schnell, Gericht. Mann. Was machst du denn? Hä? Was denn? Was denn? Na, nicht so schnell, Mann. Wo sind die anderen? Ja, die fahren vielleicht einen anderen Weg zum Gericht. Warum? Keine Ahnung, Mann. Ja. Hauptsache, wir kommen da an. Wir müssen tanken, du Pisser. Wir sind ein Team, Mann. Nee, das sind nur. Wir gehen erstmal tanken. Wir bleiben gleich stehen. Du Team. Ja, ich fahr doch gerade tanken. Du Tier. Du Pisser, wie. Was? Also nochmal, als letztes Mal ja, diesen... Ja, Mann, wir wollen dir was zeigen, Mann. Du steigst jetzt danach in das Auto warte, ein. Wir warten noch zu. Verprügeln, Alter. Ja, Mann. Ich hab dich lieb, Mann. Doch, wirklich, Mann. Der ist wirklich gepisst, Mann, Digga. Du musst ihm eine Gehaltserhöhung geben, Gefühl. Schlutsche sein Auge, dann ist es wieder gut. Freunde, was geht, Mann? So später Stunde noch am Start, oder was? Holy shit. Was ist da los, mein Freund? Jungs, ab zum PD.
Oder wir haben Geisterstunde schon vorbei. Warum? Hat Raoul gesagt. Ja, dann okay. Zum Pedi. Ja, lass uns da vorbeifahren. Hat Hofner Raoul gesagt. Schmeiß die Scheibe rein, Goofy. Jaha. Mein Duplo zeige noch. Komm mal. Scheibe nicht reingeschmissen. Ey, Goofy, Mann. Ja, was denn? Warum hast du die Scheibe nicht reingeschmissen? Ich hab doch den Scheibe rein. Ach, den Scheibe. Nee, das passt doch. Einmal passt doch. Wir müssen das in Trudolf zeigen. Ich wollte dir mein Duplo zeigen, Mann. Na, warte mal. Hey. Hallo. Hat Jeff eigentlich gesagt, dass wir die Platte schon... ja, Mann. Sagen? Okay, Mann. Wer denn? Herr Linz. Herr Linz! Ey, yo, True Love! Was geht ab, Mann? Zeig mal bei uns ins Auto, Mann! Ja, ihr hasst mich! Zeig doch mal nein, an, Mann! Nein, wir hassen dich nicht! Du hast mir dein Handy rausgegeben! Wo ist denn der Herr Linz? Ich wir müssen dir was alles zeigen, Bruder! Okay. Dort steht ey, um die Ecke. Aber ich hab... Da verfolgt mich aber einer! Wer denn? Da, der mit dem weißen Tanktop, der ist Johnny 2.0, guck mal! Weiß, Mann! Und drei, red den mal an! Ich hab mit dem gesprochen, Grad Table. Der ist bekloppt. Das hier einmal, ja. Der hier, Polizei. Genau dieses, ja. Da wünsche ich dir eine gute Nacht. Ich habe schon 1200 Dollar Kollege, verdient. Kollege, ist das Ihr Fahrzeug? Nur mit einer Reparatur. Nein? Was? Ja. Und ein einmal Helikopter. Das Fahrzeug. Nein, nein. Raoul, brauchst du noch Azubis? Ja. Ja. Ja, aber du musst wirklich mal in unser Auto gleich steigen, Mann. Wir haben unseren Pitstop-Team hier vorne und gibt's ja, nichts cool zu reparieren, oder wie? Wir müssen noch auf Goofy weiterhin, der muss auch mit. Hey, Raoul. Vorne. 44. Wohin geht's? Gleich in unser Auto, immer. Können Sie mal kurz kommen? 44. Ja, klar. Wenn du reparierst, mal kurz in live. Hey, doch Klonkrieger, wer ist hier wer? Ich bin wen auch immer du suchst. Okay, sagen Sie. Ich bin der Chef. Schließen Sie los. Warte, ich sag an. 3, 2, 3. Ja. Das ist ein Nai-Design. 8, 8, 9. 2, 8, 2, 5. 8, 5. Ja, ruf mal kurz durch. Das ist voll Nai, der Motor, der da sein, ja. Da, cool. Warte, lass mal klingeln, bitte. Ja. Ja, ja. Zu 3, 4, 0, 3. Aber ist er denn Helm, mein Chef? Ja, bitte alle einmal aufs Motorrad aufsteigen, damit ich den Helm auf hab. Das Motorrad kann weg, für oder? Für Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Snailies. Wollen wir jetzt in die Karre wieder? Ja, kann weg. Kann weg. Ja, kann weg, das Motorrad. Nee, warte, wenn nur alle aufsteigen. Jo, Rocky, Mann. Damit ja, Mann. Wir haben. Der Typ ist du, Johnny, Alter. Ja, wir müssen gleich erstmal mit dem Johnny im Auto gehen. Ja, das Motorrad kann weg hier, ne? Ich gehöre Frau Quinn. Ja, haben wir jetzt Platz für die Frau Quinn? Bist du bereit, Johnny? Ja, ich gehe jetzt mit den anderen wieder. Ja, alles klar, dann haben wir Platz. Dann kann das Motorrad ja weg. Raoul, ich melde mich, ne? Jo, mach das. Kopfschmerzen. Oh Mann. Carlos hat Kopfschmerzen. Wir warten noch auf Carlos, der hat Kopfschmerzen. Ich habe ein Auto repariert. Wenn Carlos gleich da ist, ne? Ja. Nee, ich mein Goofy. Ja. Dann schmeiß mal den Scheibe rein von Widow, okay? Weil aber Widow, nicht. Wir dürfen den Scheibe reinschmeißen von Widow, ne? Ja, Mann. Aber okay, sag noch nichts, Mann. Warte jetzt auf Carlos. Ein Überraschung. Elektriker Meister. Aber ich geh auch gleich pennen, Mann. Goofytronics, doi. Hab ich ja noch Feierabend? Jaha. Dann können wir zusammen schlafen gehen, wir haben denselben Heimweg. Okay. Machst du Nachtschicht, Trulof, oder was machst du? Ja, ich mach Nachtschicht. Bleibst du noch? Ja.
Dann komm ich gleich dein Auge lutschen, okay? Gehst du auch gleich schlafen, Raki? Ja, ich geh mit dir zusammen dann. Okay. Wollen wir lieber nach ein Pyjama-Party machen? Ja, Mann, warum aber, nicht? Aber ohne Trulo. Du hast jetzt den Darth Vader Figur. Ja. Ich habe auch noch ein paar neuen Figuren. Ich habe noch Obi-Wan. Ich habe Anakin Skywalker. Ich habe Jabba the Hutt. Was ist denn her, Mann? Wie den her, Mann? Ja, wo hast du den her, den Figur, Mann? Hermann! Wo hast du den her, Mann? Ja, aus dem Spielzeugladen. Ja, du hast Hausverbot mit mir bekommen, letztes Mal. Ja, habe ich. Weil wir haben die Booster-Packs aufgemacht von Pokémon-Karten. Ja, ich habe mich rausgeschlichen. Du meinst reingeschlichen? Nee, rausgeschlichen. Und du hast ein Hausverbot. Du hast ja gar nicht rein. Und du machst Nachtschicht, Johnny? Ja. Geh gleich wieder weiter Praktikum machen. Der Carlos hat die Platte. Ich will den gleich sagen, sollen die Fresse halten. Ja, aber der will auch warten, dass wir das den Dings zeigen, den Tulov. Der wollte den ja auch unbedingt in Auto haben, Mann. Wir haben das schärfste Zeug der Straße gebrannt bekommen. Was für eine Straßenbahn? Ja, Mann. Die Nummer ja. 18, Bruder. Ehrlich? Mhm, auf jeden Fall. Bus auch oder nur Straßenbahn? Kommt drauf an, Mann. Und Zug? Ja, das ist die härteste Droge, ne? Ehrlich? Ja, weißt du, was die härteste Droge ist? Hä? Ein Bahnhof, Bruder. Nimmst du einen Zug, bist du weg. Das ist gemein, Mann. Da mal den Stream lauter, sagt er. Ne, ich sag gleich, ihr sollt mal ruhig sein. Da ist der. Da ist der Carlos, Mann. Komischerweise krieg ich jetzt immer zweimal hintereinander Kopfschmerzen, weißt du? Das war doof. Wir haben gewartet, Mann. Oh Mann. Scheiße, ey. Ich würde sagen, fahren wir schon mal Richtung Hut, oder was? Ja. Fahren wir bei den Boulders vorbei und dann schmeißt auf jeden Fall gleich die Scheibe schon mal. Sei mal ruhig dann jetzt. Okay, aber erstmal bei den Boulders. Oder jetzt schon, oder wie? Ja, klar, mach jetzt aus. Schon rein und fahr los. Mach mal Radio aus. Ja, warte. Und lass den Jeff, den. Jeff sag ich. Den True Love mal richtig hören, Mann. Mach mal Radio aus, okay. Ich mach auch 50er Begrenzung rein. Mach den Radio aus. Hab ich aus. Oh, ich kenn dich, ich kenn den. Das ist nicht Jeff. Hör zu, Bruder. Das ist meine Gang. Für die Fam, Nigga. 24-7 hassen für die Gang. Ja, ich schieße für die Family. Egal, wen du so kennst. Schiebst du bei mir Stress, mach ich Klick-Klack-Bang. Zerschieße dein Mercedes-Benz, bis die Karre brennt. Hüpfe mit dem Dolo durch meine Hood. Gebe zur Begrüßung Rocky meinen Bruder Kuss. Carlos Mack und Cooper verkaufen kein Bucher. Gurf-Kusch, das nenn ich Qualität, Bruder. Schneeweiße Dreadlocks, nenn ich White Widow. Grün-lila Bündnis, ganz großes Kino. Gebe Fick auf euren Shitstorm, was willst du machen? Bei Stress ziehen 40 Nigger ihre Waffen. Green Jammer, Demba, JFK und Salty. Kürtis und Mopa, Griffy und Shorty. 719, Family. Wir haben grünes Blut. Kommst du in die Hood, Nigger, bist du tot? 719, das ist meine Gang. Ich schieße für die Fam, Nigger. Klick, klack, bam. Bam. 719, das ist meine Gang. Meine Gang. Yeah. Die Fam, Nigga. Ich lag bang. Sogar nachts um drei, kommen wir vorbei. Baller Blei in dein Bein, bist du mir an meins. Ghetto-Regel, ganz einfaches Prinzip.
auf eine frische Antwort folgt ein Ehrenhieb, golden verzierte. Johnny, du musst hier raus. Ballern aus dem Lowrider, um dich zu zerschießen. Offizieller war nicht schön mit keiner Zeit hier. Bis dann, Johnny. Easy, keiner kümmert sich um Krisengebiet. Fick dich, Johnny. Dabei ist die ganze Stadt dein Kriegsgebiet. Nigga, what's cracking, nigga? Was geht da? Riechen wir Money, ja, dann machen wir Schnapp. Was für Gesetze, Scheiße. Wir zeigen Duplo. Grüße an Pavel, Alter, was für ein Huso. Eure Angriffe machen uns alle nur stärker und sind im Blutrausch wie verletzte Berserker. 719, das ist meine Gang. Ich schieße für die Welt. Wir sind zu Hause. So, mein Freund. Wer noch was? Vielen Dank für den netten Arbeitstag, Ovi. Kein Problem. Ihr beide seid befördert, ihr seid jetzt. Ich hab zwar Testen nur wenig, ich hab zwar Verlust gemacht, aber alles in Ordnung. Nicht so schlimm, ich komm zu dir mit. Wir machen einen über. Ja, ich hab mein Spielzeug immer dabei, mein Rucksack. Kommst du auch mit, Carlos? Kommst du mitspielen? Ich bring euch noch ins Bett, Mann, aber ich bleib noch ein bisschen. Aber wir müssen leise sein, der Köter schläft. Wenn den auch was? Nur Ärger. Okay, pst. Was den Job? Okay. In den Schuhschrank stecken. Ja. Nicht gut, Mann, lieber Alter. Gute Nacht. Komm mal, plötzlich mal die Tür auf. So, dann passt. Meine Freunde. Ah. Schmeißen wir euch bei Tool of raus. Das ist in Ordnung, ne? Der Bruder, der streamt noch nicht so lange. Der braucht Liebe. Der kann das gebrauchen. Schaut euch den mal an, meine Freunde. Ihr findet ihr euren eigenen. Und geht, wo ihr wollt noch. Aber meine Empfehlung für heute Abend ist Tulov. Das ist ein guter Freund, Mann. Und solltet ihr definitiv mal auschecken. Wenn es euch gefällt, lasst den Tulov auch ein bisschen lieber ein Follow da. Und drückt dem Pisser mein Duplo in die Nase, wenn ich euch rüber schicke, Mann. Macht den mal richtig kaputt. Und morgen gibt's wieder Stream, meine Freunde. Ja, gibt's wieder. Und dann geht's richtig los. 719 für die Fam, bam, bang, meine Freunde. White Widow ist jetzt im Block. Wer weiß, wenn der Bock hat und ihr dem bisschen Liebe gibt und den auf die Nerven geht, der macht bestimmt nochmal einen weiteren Track für euch. Für die Hut, Mann. Wird auf jeden Fall fettes Talent, Bruder. Ah, ich wünsche euch allen eine schöne Nacht. Das ist so traurig, dass ich jetzt schon schlafen muss, Mann. Holy shit. Danke an alle, die da waren. Und. Hoppala. Oh, ich hab mich schon verdrückt. Johnny. Rulof. 69, Mann. Kussi, vielen lieben Dank. Gute Nacht, meine Freunde. Halt die Ohren steif. Euer Rockin'.